Herzlich willkommen beim kleinen Feierjubiläum. Es ist immerhin die 20. Matinee. Die Matineen für die Neuen, die heute dabei sind, greifen Themen auf, Metathemen auf, die alle eine Bedeutung haben in Bezug auf Freiheit, Demokratie, Teilhabe, Globalisierung. Insofern war es natürlich naheliegend, auch das Thema Kapitalismus auf die Tagesordnung zu setzen. Und ich freue mich, dass wir Ulrike Herrmann gewinnen konnten, uns mit dem Thema zu konfrontieren und dieses Thema mit uns zu diskutieren. Kapitalismus, Formel, ich habe es bei Ihnen gelernt, gebracht, heißt natürlich ganz eindeutig, man setzt Geld ein, um Gewinne zu machen. So, insofern kann jeder den Kapitalismus verstehen. Es wird dann allerdings doch etwas komplexer und deshalb sollte man und muss man sich unterhalten, vor allen Dingen dann, wenn man den Kapitalismus überwinden will. Warum wollen wir ihn überwinden? Weil dieser Kapitalismus nicht nur Reichtum geschaffen hat, sondern weil unter anderem dieser Reichtum ja ungleich verteilt wird. Die Schere von Arm und Reich läuft immer weiter auf. Das ist das hässliche Bild des Kapitalismus. Trotzdem ist es ihm gelungen, etwa 250 Jahre zu überstehen und ist bisher nicht zusammengebrochen an den Finanzkrisen, an den inneren Widersprüchen. Und Frau Herrmann wird uns heute, denke ich, zwei Teile anbieten. Einmal die Status Quo-Analyse. Wie funktioniert der Kapitalismus? Warum hat er besser funktioniert als andere Wirtschaftsformen? Und dann kommt natürlich schon die Frage, ja, was nun? Wie geht es weiter? Ist es ein ewiges Modell, auf das wir uns einlassen müssen und deshalb keine Verknüpfungen mehr vornehmen und uns daran zerreiben? Oder gibt es andere Möglichkeiten? Also wir haben zwei Teile. Als ich am Donnerstag oder Mittwoch mit Frau Herrmann sprach, wie viel Zeit wir ihr eigentlich einräumen wollen, sagte sie, sie kann das in 3 Minuten machen oder in Stunden. Wir haben uns auf den Kompromiss geeinigt, sozusagen den Einstieg, den Status quo in einer guten halben Stunde anzugehen. Dann sind hier vorne ja wieder die berühmten freien Plätze für diejenigen, die sich selber einbringen wollen mit einer Frage oder einem Statement. Noch 2 Bemerkungen zu Frau Herrmann für diejenigen, die sie möglicherweise noch nicht kennen, was kaum möglich ist, also sehr, sehr nachgefragt ist und im Fernsehen immer wieder auch an den Diskussionen teilnimmt. Ich habe sie ganz toll gefunden, als sie sich in die Grexit-Diskussion eingemischt hat und gesagt hat, um Gottes Willen, ob wir das alles schon im Schiff haben durch ihr um Gottes Willen, wage ich leider zu bezweifeln, aber immerhin. Und so ist eben auch unser Vorgehen. Wir versuchen, diejenigen zu finden, wie wir das an den letzten Matineen oder an den Matineen insgesamt nachgewiesen haben, Leute zu finden, die ähnlich denken wie wir, aber noch mehr Experten sind als wir zu den einzelnen Themen. Dass Frau Herrmann bei der Taz arbeitet, darf ich hier nochmal erwähnen, aber es dürfte möglicherweise auch bekannt sein. Ansonsten haben wir ja auch einen Anspruch, dadurch, dass wir die Veranstaltung ankündigen, mit den Porträts auch der Referentinnen und Referenten, dass ein jeder sich ein wenig vorbereitet hat mit dem Thema und natürlich mit der Person, die gerade da ist, Frau Herrmann. Der Kapitalismus, Sie haben ein neues Buch herausgegeben, Der Sieg des Kapitals. Unter meinen Vorbemerkungen könnte sich jetzt jeder sagen, was hat der uns erzählt? Ist das eine Agentin des Kapitals oder hat sie dazu eine differenzierte
Stellungnahme. Bitte, Frau Herrmann. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht stelle ich mich besser hin, damit Sie mich auch alle sehen. Ich bin ja klein. Also man kann sich ja fragen, ja, warum muss man noch mal was über den Kapitalismus erzählen? Das System ist jetzt 250 Jahre alt, jeder lebt drin, jeder kennt es. Aber interessanterweise ist es eben doch so, dass der Kapitalismus ganz anders funktioniert, als das gemeinhin in der Zeitung und auch in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre steht. Und deswegen dachte ich, es ist vielleicht doch noch mal gut, über das System zu reden, in dem wir alle leben. Das ist die Innovation zum neuen Jahr. Geht das jetzt oder? Ach, jetzt geht's. Ach so, okay. Also dann fange ich jetzt an. Aber ja, müssen bitte. Sie dann die ganze Zeit stehen? Weil ich stehe. Nein, ich laufe mit der Kamera sowieso rum. Ach so, okay. Jetzt hab ich es endgültig verstanden, okay. Also dass sie auch noch ein mobiler Kameramann ist, schlägt alles. Das gab es auch noch nie. Okay, also der Vortrag heißt ja Anfang und Ende des Kapitalismus. Jetzt kommt erstmal der Anfang. Also was ja klar ist, der Begriff Kapitalismus stammt von dem Wort Kapital. Und dieser Begriff ist übrigens nicht von Karl Marx erfunden worden, obwohl Sie das wahrscheinlich alle wissen. Karl Marx hat ein Buch geschrieben, Das Kapital, ist 1867 erschienen. Trotzdem ist das Wort Kapital älter und wurde geprägt im 18. Jahrhundert von einem französischen Ökonomen namens Turgot. Und dieser Turgot hat eben wahrgenommen, dass sich etwas fundamental in der Welt verändert und hat für diese neue Erscheinung das Wort Kapital geprägt. Was ist das? Was ist das Kapital im Kapitalismus? Das lässt sich leichter verstehen, wenn man einen kleinen Umweg geht und erstmal über Geld redet. Denn eins ist ganz wichtig und wird immer verwechselt, Geld und Kapital ist nicht das Gleiche. Dass das nicht das Gleiche sein kann, sehen Sie schon daran, dass es Geld immer gab. Geld gibt es seit wahrscheinlich 10.000 Jahren, seitdem die Menschen sesshaft sind. Und dass es Geld gab, wissen wir definitiv für die letzten 4.000 Jahre, weil es Dokumente aus Mesopotamien gibt, Schuldscheine, wo Zahlungsverpflichtungen dokumentiert waren. Und seitdem weiß man, die Menschen hatten Geld. Was eben besonders erstaunlich ist, da kriegt man sozusagen den heiligen Schauer, wenn man darüber nachdenkt, auch die Menschen in Mesopotamien vor 4.000 Jahren hatten schon das moderne Geld. Das Geld, das wir auch heute haben, das sogenannte Kreditgeld. Jetzt ist es vielleicht erstmal erstaunlich, wie aus Krediten Geld werden soll, aber das kann man sich auch nochmal am Beispiel von Mesopotamien vor 4.000 Jahren klar machen. Also Mesopotamien ist da, wo heute der Irak ist, an dem Zusammenfluss von Euphrat und Tigris. Und vor 4.000 Jahren war es so, dass die Menschen dort gerne an das Silber rankommen wollten in Anatolien. Also haben sie Karawanen ausgerüstet, die nach Anatolien gezogen sind. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Und kein einzelner Kaufmann hatte genug Waren, um so eine Karawane auszurüsten. Das heißt, die Kaufleute fingen an, sich die Waren zusammenzuleihen und haben dann Schuldscheine ausgestellt. Da stand sinngemäß drauf, Kaufmann A verspricht Kaufmann B in einem Jahr, wenn die Karawane zurückgekommen ist, die Waren zurückzugeben plus Zins. Also wie man den Zins ausrechnet, Zinseszins, das wussten die Mesopotamier vor 4.000 Jahren auch schon alles. So, und die Schuldscheine haben also den Kredit verbrieft, wie man das heute modern sagen würde. Und es hat natürlich nicht lange gedauert, bis Kaufmann B dachte, der jetzt diesen Schuldschein von A hatte, ist ja eigentlich Quatsch, dass ich mit diesem Schuldschein jetzt ein Jahr hier sitze und warte, dass Kaufmann A wiederkommt aus Anatolien. Ich kann doch diesen Schuldschein schon mal weiterreichen an Kaufmann C, um meine eigenen Zahlungsverpflichtungen zu begleichen. Und dann kann doch Kaufmann C den Schuldschein bei Kaufmann A einreichen, wenn A aus Anatolien zurück ist. Und da sehen Sie, wie aus einem verbrieften Kredit, einem Schuldschein, Geld wird. Und das ist das System, das wir bis heute haben, nur dass wir natürlich heute nicht mehr mit Schuldscheinen operieren, sondern mit Girokonten. Aber vielleicht nochmal, damit es auch für das heutige System plastisch wird, stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Girokonto, und da ist überhaupt kein Geld drauf. Also da ist null auf Ihrem Konto. Ich weiß nicht, wie schwierig das für Sie ist, sich vorzustellen, dass Sie kein Geld haben. So, und Sie haben aber mit Ihrer Bank ausgemacht, dass Sie einen Überziehungskredit haben. Und dann gehen Sie zu einem EC-Automaten, stecken die EC-Karte rein, bei Ihnen kommt Geld raus und die Bank bucht einen Minus auf Ihrem Girokonto. Und faktisch, volkswirtschaftlich gesehen, ist es so, dass in genau dem Moment neues Geld entstanden ist.
Also Geld entsteht immer durch Kredite und wie gesagt, selbst die Mesopotamier vor 4000 Jahren wussten das schon. Was aber das, warum erzähle ich das alles? Weil das Interessante eben ist, dass obwohl die Mesopotamier das moderne Geld hatten, sie kein Wachstum hatten. Das war eine stagnierende Agrargesellschaft und alle Gesellschaften, die weltweit danach kamen, waren auch stagnierende Agrargesellschaften. Also ob das jetzt das Römische Reich ist oder das Chinesische Kaiserreich oder aber hier Preußen zu Zeiten von Humboldt, zu Zeiten von Friedrich dem Großen, als dieses Schloss gebaut wurde, alles stagnierende Agrargesellschaften. Pro Kopf gab es kein Wachstum. So, jetzt wissen Sie aber alle, dass der Kapitalismus ein System ist, das permanentes Wachstum erzeugt. So, die Frage ist also, wo kommt dieses Wachstum her? Und damit sind wir wieder bei der Frage, was ist eigentlich das Kapital im Kapitalismus? Auch das kann man sich klarer machen, jetzt wenn man mal auf dieses Kapital zielt, indem man sich nochmal zurückbegibt zu den Anfängen des Kapitalismus. Er ist ungefähr 1760 entstanden, also wirklich jetzt vor 250 Jahren, und zwar in England. In dem Moment, als Textilfabrikanten auf die Idee kamen, Webstühle und Spinnereien zu mechanisieren. Also man hat, Sie kennen diese Geschichte alle, man hat erst Wasserkraft, dann Dampfkraft eingesetzt, um Webstühle und Spinnmaschinen in der Textilindustrie zu mechanisieren. So, heute ist das für uns alle komplett selbstverständlich. Also wir reden ständig darüber, dass Unternehmer investieren, dass die Effizienz steigt, dass die Produktivität steigen muss. Das Wort investieren ist inzwischen so allgemein verbreitet, dass man selbst darüber redet, dass man irgendwie in sein Humankapital investiert, wenn man zur Uni geht. Jeder ist schon sozusagen damit beschäftigt, die Investitionen in seinem eigenen Leben zu steigern. Aber was einem klar sein muss, ist, dass diese Idee des Investierens, dass man letztlich Technik oder Maschinen einsetzt, um den Warenausstoß oder die Produktivität zu erhöhen, das ist ein völlig neuer Gedanke. Diesen Gedanken hatten die Menschen weltweit noch nie, sondern das kam zum ersten Mal eben auf, ausgerechnet in England, ausgerechnet 1760. So, und da ist natürlich die Frage, warum gerade dann? Das ist ein wirkliches Rätsel, denn die Technik, die man am Anfang eingesetzt hat, war nicht neu. Auch die Römer vor 2000 Jahren kannten schon die Dampfkraft. Aber die Römer haben die Dampfkraft eben nicht in ihren Manufakturen eingesetzt, die sie auch schon hatten, sondern in Rom, im alten Rom, war die Dampfkraft nur dazu da, Spielzeuge zu bewegen. Also es gibt einen Ingenieur, der hieß Heron von Alexandria, dessen Zeichnungen haben überlebt. Und da kann man eben sehen, dass er auch einen kleinen Miniaturtempel entworfen hat. Also ob der je gebaut wurde, weiß kein Mensch, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber es gab diesen kleinen Miniaturtempel und da war es so, dass immer die Türen von dem Miniaturtempel, die gingen automatisch auf und zu und diese Türen, die wurden mit Dampfkraft betrieben. Das war jedenfalls die Idee von Heron, dass man das so machen könnte. Aber dass man was anderes mit Dampfkraft machen könnte, nämlich Maschinen bewegen, darauf sind die Römer nie gekommen. Und das andere Rätsel, weswegen es so erstaunlich ist, dass Technik nicht früher eingesetzt wurde, ist, dass am Anfang die ersten Techniker waren keine Wissenschaftler, die Universitäten waren fast nicht involviert, sondern das waren Handwerker. Die haben so lange an diesen Maschinen, diesen ersten Maschinen rumgetüftelt, bis das eben klappte. Zum Teil konnten die noch nicht mal lesen. So, dann, wenn es also eine bekannte Technik ist, die von Leuten entwickelt wird, die Handwerker waren und nicht lesen konnten, zum Teil jedenfalls, dann ist natürlich die Frage, ja, warum hat die Industrialisierung nicht hier in Preußen stattgefunden oder in Österreich oder in Frankreich? Warum ausgerechnet in England? Und man muss sagen, zu dieser Frage gibt es Tonnen von Literatur, Regalmeter. Es wurde auch schon gezählt, wie viele Theorien es gibt, verschiedene, um das jetzt also zu erklären. Es gibt inzwischen 20 verschiedene Theorien, die ich Ihnen natürlich jetzt nicht alle erzählen will, sonst wird das nie was mit den 30 Minuten, das wird sowieso nichts, das sage ich Ihnen schon mal, aber die beste Theorie, die es gibt, aus meiner Sicht, ist, dass aus historischen Gründen, die ich jetzt auch alle weglasse, damit wir hier schneller durchkommen,
Aber aus historischen Zufälligkeiten war es so, dass die Löhne in England im 18. Jahrhundert die höchsten der Welt waren. Die Löhne in England waren doppelt so hoch wie auf dem europäischen Kontinent. Und damit war es so, dass die Engländer, ein Problem, das wir bis heute kennen und diskutieren, nicht mehr wettbewerbsfähig waren. Es gab genau, damals gab es genau eine Exportindustrie. Das war die Textilindustrie, die Menschen haben ja alle noch auf dem Land gelebt, was anderes wurde nicht groß hergestellt, aber Textilien wurden schon exportiert. So, und genau diese Textilien konnte man aber nicht mehr exportieren, weil die Engländer so teuer waren. Das heißt, und das muss man sich ganz klar machen, das ist eine entscheidende Triebkraft im Kapitalismus, weil die Menschen teuer wurden, hat es sich zum ersten Mal gelohnt, Maschinen zu bauen und einzusetzen. Und das gilt bis heute. Technik wird nicht eingesetzt, weil man sie hat, sondern Technik wird eingesetzt, wenn sie sich lohnt. So, und natürlich hatte das, merken Sie an dieser Geschichte auch, hat kein Mensch den Kapitalismus geplant oder vorhergesehen, sondern es war wirklich so, Unternehmer hatten nur ein Ziel, sie wollten konkurrenzfähig werden. Deswegen haben sie mal Maschinen eingesetzt. Die hatten aber jetzt nicht die Idee, wir stürzen hier die Welt um und produzieren weltweites Wachstum für immer, sondern das war zunächst ein außerordentlich lokales Ereignis. Aber natürlich war es so, in dem Moment, wo man zum ersten Mal systematisch Technik eingesetzt hat, dass jeder einzelne Arbeiter mehr produzieren konnte und damit war dann der Reichtum in der Welt oder auch das Wachstum. So, dann wurde jetzt natürlich auch schon überlegt, okay, wie viel reicher sind wir denn heute im Vergleich zu den unseren eigenen Vorfahren, die, sagen wir mal, jetzt hier 1800 in Deutschland gelebt haben. Das ist ja noch nicht lange her. Es gibt ja viele Familien, die wissen genau, wie ihre Vorfahren heißen, die um 1800 gelebt haben. Also ich weiß das zum Beispiel auch, dass ich eine Ur-Ur-Ur-Ur-Großmutter habe, die 1813 geboren wurde, sogar an meinem eigenen Geburtstag. Die kenne ich, ne? Also sozusagen, es gibt sogar ein Bild von ihr. Also 200 Jahre ist nicht viel so für eine Familiengeschichte. Und deswegen ist es ja so interessant, sich vorzustellen, wie anders die damals gelebt haben. Ja, jedenfalls ist das Ergebnis, dass wir heute pro Kopf ungefähr 20 Mal reicher sind als unsere Vorfahren, die um 1800 hier gelebt haben. Natürlich wissen Sie alle, der Reichtum in Deutschland oder das Volkseinkommen, Volksvermögen ist sehr ungleich verteilt. Das oberste 1%, also das reichste Hundertstel, hat ungefähr 33% des gesamten Volksvermögens. Aber das war früher ja auch nicht anders. Damals war ja der Reichtum auch im Wesentlichen beim Adel und beim König konzentriert. Also es ist schon eine Annäherung, wenn man sagt, wir alle sind heute 20 Mal reicher als unsere Vorfahren. Jetzt darf man sich das aber nicht vorstellen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass der Kapitalismus nur eine materielle Veranstaltung ist, wo der Reichtum steigt und sonst nichts. Sondern, das ist vor allen Dingen wichtig, wenn man darüber nachdenkt, wie man den Kapitalismus überwinden kann. Der Kapitalismus hat alles verändert. Er hat unser Leben komplett durchdrungen. Und auch viele Dinge, die wir positiv finden, sind direkte Folgen des Kapitalismus. Also ich sage jetzt nur mal vier Dinge, wo man denken würde, ja, das wollen wir auf jeden Fall erhalten, selbst wenn das System vielleicht zusammenkracht oder überwunden wird. Das Erste, die Demokratie ist eine Folge des Wohlstandes. Sie können das weltweit sehen. Erst kommt der Wohlstand, dann die Demokratie. Das Zweite, die Lebenserwartung ist auch eine unmittelbare Folge des Wohlstandes. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass um 1800, also vor 200 Jahren, war die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen 28 Jahre. Das heißt, von denen, die hier sind, hätte wahrscheinlich nur noch eine gelebt oder zwei. Dass die Lebenserwartung der Frauen so niedrig war, lag natürlich auch daran, dass sehr viele im Kindbett gestorben sind. Heute, wissen Sie auch, ist es so, dass Mädchen, die jetzt geboren werden, eine wahrscheinliche Lebenserwartung von 80 Jahren haben. Und was interessant ist, dieser Prozess, dass die Lebenserwartung steigt, ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Immer noch ist es so, dass pro Jahr die Lebenserwartung um 3 Monate steigt. Das ist eigentlich, wenn man sich das klar macht, was da für eine Dynamik drin ist, unwahrscheinlich. So, und da sehen Sie eben, Wohlstand hat Folgen, die wir gut finden. Es gibt eine andere Folge, die wir, glaube ich, auch alle gut finden, jedenfalls die Frauen. Das ist die Gleichberechtigung der Frauen. Auch das ist eine Wohlstandsfolge. Im Feudalismus gab es keine Gleichberechtigung der Frauen und es war auch kein Thema.
Und auch dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Also wenn meine eigene Mutter zum Beispiel ist 27 Jahre älter als ich, also das ist ja jetzt auch nicht eine ganz normale Generationenfolge, könnte man sagen. Aber es ist völlig klar, dass meine Mutter, nur 27 Jahre älter als ich, weitaus weniger Chancen hatte als ich. Und dass meine Nichten, die natürlich jetzt nochmal so 23 bis 25 Jahre jünger sind, haben schon wieder andere Chancen als ich hatte. Das heißt, auch dieser Prozess ist immer noch gar nicht abgeschlossen. Oder ein Prozess, der auch noch läuft, ist natürlich, erst kommt der Wohlstand, dann die Bildung für alle. Als ich Abitur gemacht habe, war es so, ich komme aus dem Westen, dass zu der Zeit haben 20% eines Jahrgangs Abitur gemacht. Das war sozusagen noch ein Privileg. Heute machen 50% eines Jahrgangs Abitur. Auch da sieht man, dass der Kapitalismus oder der Wohlstand neue Freiheiten ermöglicht und dass dieser Prozess auch noch nicht zu Ende ist. So, also um das jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen, Kapital, ganz wichtig, ist nicht Geld, sondern das Kapital im Kapitalismus sind Maschinen und technischer Fortschritt. Das bedeutet, ganz wichtig, obwohl es ganz schwer zu begreifen ist, Reichtum ist nicht Geld. Also natürlich, sondern, das habe ich Ihnen ja erklärt, Geld entsteht aus dem Nichts, Geld entsteht in dem Moment, wo Kredite vergeben werden. Also Geld entsteht aus dem Nichts und es ist auch nichts. So, das ist natürlich für den Einzelnen jetzt irgendwie schwer sich vorstellbar, weil es für den Einzelnen ist natürlich so, wenn ich auf dem Konto 1.000 Euro habe und dann habe ich gespart und dann habe ich hinterher 3.000 Euro auf dem Konto, dann denke ich natürlich, okay, jetzt bin ich reicher mit meinen 3.000 Euro, als ich vorher mit meinen 1.000 Euro war. So, das ist die Perspektive des Einzelnen, das ist sozusagen die betriebswirtschaftliche Sicht. Aber volkswirtschaftlich gesehen ist es völlig Schnuppe, und zwar völlig Schnuppe, wie viel Geld auf Ihren Konten ist. Ne, das können Sie einfach gleich vergessen. Sondern der Reichtum einer Gesellschaft ist letztlich nichts anderes als die Technik und die Maschinen, in die sie investiert. Und wenn Sie alle auf Ihr Geld sparen, und es wird nicht investiert und Ihr Geld bleibt auf den Banken liegen, dann verschimmelt es da im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, faktisch verliert es seinen Wert oder hat überhaupt gar keinen Wert. Gut, also, jetzt kann man sich natürlich sagen, ja, warum muss ich darauf so drauf rumreiten, ist ja irgendwie klar und ist ja irgendwie logisch. Aber das ist in unserer Gesellschaft nicht bekannt. Also nur zwei Beispiele. Das eine sind die Investmentbanker, die operieren nur mit Geld. Die kommen überhaupt nie in der Realwirtschaft an. Aber jeder Investmentbanker wird Ihnen immer erzählen, dass er ganz viel Geld selber verdienen muss, 1 Million Euro Mindestgehalt, weil er würde Reichtum schaffen. Das ist völliger Unsinn. Aber auch so etwas wie Schäubles schwarze Null ist völliger Unsinn, weil er immer in dieser Geldsphäre bleibt. Das Geld wird praktisch verabsolutiert. Hat aber ja, also auch von unserer Regierung, hat aber eben, wie gesagt, überhaupt gar keinen Wert. Sondern es geht um die Investitionen und nur darum, sonst nichts. Und das andere, was ich ja Ihnen erklärt habe und was genauso wichtig ist und in dieser Gesellschaft aber auch niemand wahrnehmen will, Investitionen entstehen dadurch, dass die Löhne hoch sind und dass sie steigen. Das gilt nicht nur für den Beginn des Kapitalismus, dass eben die Engländer angefangen haben, in Maschinen zu investieren, weil die Löhne hoch waren, sondern das gilt bis heute. Und jetzt nochmal vielleicht eine wichtige Episode aus der Wirtschaftsgeschichte, wo man das ganz klar sehen kann. Sie alle haben bestimmt schon von der Weltwirtschaftskrise 1929 gehört. Also das ist immer diese Geschichte vom Schwarzen Freitag. Wall Street, die Börsen an der Wall Street klappen zusammen. Es setzt eine 4-jährige Krise ein, die in Deutschland dazu führt, dass Hitler an die Macht gewählt wird. Das ist immer die gleiche Geschichte. Also es gab diesen Crash an der Börse und dann die Krise. Was aber nie erzählt wird, ist, warum eigentlich die Börse überhaupt gecrashed ist. Also warum haben alle spekuliert, sodass es am Ende zu diesem Kurssturz kam. Und diese Geschichte, also was ist von 1919 bis 1929 passiert, also zwischen dem Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise? Das war ganz schlicht und ist eine wirklich wichtige Lektion. Es war so, dass durch den technischen Fortschritt in den USA ist die Produktivität pro Arbeiter um 43% gestiegen. Also jeder einzelne Arbeiter konnte sozusagen 43% mehr Waren herstellen 1929 als 1919. Gleichzeitig war es aber so,
dass die Reallöhne der Arbeiter sind überhaupt nicht gestiegen, die haben stagniert. So, dann hatte man stagnierende Reallöhne bei den Arbeitern und einen riesen Warenberg. So hatte man innerhalb von kürzester Zeit eine Absatzkrise produziert oder eine Überproduktion. Und dann sind die Unternehmer, weil es sich nicht mehr gelohnt hat zu investieren, sie sind ja ihre Waren eh nicht losgeworden, an die Börse gegangen, um da dann mit Mittelspekulationen fiktive Gewinne zu erwirtschaften. So, und das ist jetzt nicht eine lustige Anekdote darüber, wie doof die Amerikaner vor 80 Jahren waren, sondern heute passiert ja genau das Gleiche wieder. Also Sie haben das bestimmt alle gehört, dass die Reallöhne in Deutschland 2014 genauso hoch waren wie 2000. Das heißt, wieder wird versucht, bei den Löhnen zu drücken, während gleichzeitig aber das Wachstum weitergeht. Das heißt, auch in Deutschland gibt es längst eine Überproduktion, es gibt längst eine Investitionskrise. Und das fällt hier nur deswegen nicht so auf, weil wir ja unsere Überschüsse exportieren. Sie alle haben sicher schon vom Exportüberschuss der deutschen Wirtschaft gehört. Und das Problem ist, die Reallöhne bleiben nicht nur in Deutschland stabil, sondern zum Beispiel auch in den USA sind sie seit den 70er Jahren nicht mehr gestiegen. Und das Ergebnis ist dann, dass man, kennen Sie eigentlich auch alle, in 10 Jahren 3 schwere Finanzkrisen hatte. Nochmal für alle, die, ich glaube, Sie wissen das aber zur Sicherheit, also erste schwere Finanzkrise war ab 2001, das war die sogenannte Dotcom-Krise, da platzte diese Illusion, Blase. Was? Die Blase. Ja, da platzte die Illusion, dass man in den Welten des Internets ganz viel Geld verdienen könnte. Und die Dotcom-Krise, das ist oft gar nicht so ins Bewusstsein gedrungen, war wirklich sehr teuer, also weltweit sind dann an den Börsen 5,6 Billionen Dollar vernichtet worden. An Aktienvermögen. Dann 2007 kam die nächste Finanzkrise, auch aus den USA. Das war dann diese sogenannte Subprime-Krise. Das war die Idee, dass man Hypotheken auch an Leute verteilen kann, die gar kein Einkommen haben. Also man hat Kredite, Hauskredite vergeben an Menschen ohne Vermögen und ohne Job. Ist natürlich auch nicht gut gegangen. Und seit 2010 ist die Euro-Krise akut, die auch keineswegs, aber das wissen Sie wahrscheinlich auch, vorbei ist, sondern im Augenblick sozusagen nur nicht in den Medien gecovert wird. So, also Finanzkrisen gab es im Kapitalismus immer, aber was neu ist, ist, dass man 3 schwere Finanzkrisen immer an der gleichen Stelle immer innerhalb von 10 Jahren hat. Das heißt, das ist ein absolutes Alarmzeichen. Und es ist ja auch so, dass alle damit rechnen, und zwar völlig zu Recht, dass es demnächst wieder eine Finanzkrise geben wird. So, das hatte ja Herr Thiem auch schon gesagt, das Gefährliche an Finanzkrisen ist nicht, wie viele denken, dass dann der Kapitalismus zusammenbricht. Also das weiß man jetzt aus Erfahrung. Der Kapitalismus überlebt jede Finanzkrise, ist nur eine Frage der Zeit, sondern was unterwegs verloren geht, und zwar ganz schnell, ist die Demokratie. Die Finanzkrisen sind gefährlich für das politische System. Dazu nochmal vielleicht, weil wir hier sind und weil es auch schön erklärt, nochmal eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert. Die eine der ganz großen Finanzkrisen, also wie gesagt, der Kapitalismus hatte immer Finanzkrisen, war 1873 die sogenannte Gründerkrise. Haben Sie vielleicht schon davon gehört. Also man hat ganz unglaublich mit Immobilien spekuliert. Die Immobilien stehen hier auch alle noch. Das sind die sogenannten Gründerstilviertel vom Prenzlauer Berg bis Charlottenburg. Ist ja alles in ganz kurzer Zeit entstanden. Also hatte man alle mit Immobilien spekuliert. Dann kam es zu einer schweren Finanzkrise. Und das war ja, damals wusste ja niemand, was man macht. So eine Finanzkrise hatte noch keiner gesehen. Also hat Bismarck zugeguckt, Herr Kaiser Wilhelm I. hat zugeguckt, alle haben nur zugeguckt und gewartet, was jetzt passiert. Ne? Daher weiß man, was passiert bei einer schweren Finanzkrise, wenn gar niemand eingreift. Das war sozusagen ein realer Laborversuch im Kapitalismus. Und es hat 23 Jahre gedauert, weiß man dann. Wenn niemand was macht, dauert es 23 Jahre und 1896 gab es die nächste Hochkonjunktur. Also der Kapitalismus hat es irgendwie überlebt. Interessant ist aber, was politisch in dieser Zeit passiert ist. Also wenn man sich fragt, wieso im 20. Jahrhundert 2 Weltkriege und ein Holocaust möglich wurden, dann muss man feststellen, dass die ideologischen Grundlagen kommen alle aus dieser Zeit der schweren Krise so um ungefähr 1880. Also rassistischer Antisemitismus, ran auf die Kolonien, Militarismus, Nationalismus, all diese Ideen kommen eben aus dieser schweren Wirtschaftskrise und sind ungefähr 1880 entstanden.
Und da sieht man eben, dass wenn die ökonomische Sicherheit wegbricht, das ist ja, was in einer Wirtschaftskrise passiert, dass viele Leute ihre Arbeit verlieren oder ihren und auf jeden Fall auch die Perspektive, dass das wahnsinnig gefährlich wird und normalerweise die Gesellschaft nach rechts rückt. Also, und da ist jetzt nicht nur Hitler ein Beispiel, 1933, der nach der schweren Wirtschaftskrise an die Macht kam, sondern wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal in Europa bleibt und sich fragt, warum die Ungarn faktisch auf dem Weg in einen Faschismus sind, dann liegt es auch daran, dass die Ungarn eine schwere Wirtschaftskrise haben, um die sich aber im Augenblick niemand kümmert. So, und das heißt, man muss den Kapitalismus politisch steuern, um Krisen zu vermeiden. Und zwar nicht, um den Kapitalismus zu retten, sondern um die Demokratie zu retten. So, können Sie noch ein bisschen? Ja? Okay. Ja, ich habe ja noch... Vielleicht noch mal 5 Minuten dazu. Nee, und jetzt dann muss ich nämlich ja 10. 10, okay. Hartes Ringen, aber nicht mehr. Nein, weil ich würde Ihnen gerne noch eine Sache erklären, die aus meiner Sicht auch ganz wichtig ist. Nämlich, wenn man jetzt sagt, also man muss den Kapitalismus steuern, ökonomisch, um Finanzkrisen oder überhaupt Krisen zu verhindern, dann kommt ja ganz oft, da kennen Sie alle, nee, das geht gar nicht. Also der Staat kann sich doch nicht in die Wirtschaft einmischen, denn wir haben doch diese wunderbare Marktwirtschaft, da regelt sich alles von selbst durch die Konkurrenz und die Leistung und so weiter, ne, kennen Sie. Der Staat stört da nur. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass der Kapitalismus nicht das gleiche ist wie eine Marktwirtschaft und dass wir überhaupt nicht in einer Marktwirtschaft leben, und zwar egal, wie man den nennt, also ob man sie soziale Marktwirtschaft nennt, freie Marktwirtschaft oder sonst was, hier ist keine Marktwirtschaft, sondern hier ist Kapitalismus. So, und um das zu verstehen, muss man wissen, dass die Ideologie der Marktwirtschaft, sowohl wie sie auch von dem ehemaligen Wirtschaftsminister Erhard vertreten wurde, ist nicht, dass es Märkte gibt. Denn Märkte gab es auch schon in der Antike. Also ich weiß nicht, wer schon mal in Athen war, auf der Akropolis, wenn Sie da oben stehen und runtergucken, sehen Sie, was heute ein riesiger Park ist, die sogenannte Agora. Und das waren früher Kilometer, Kilometer und Kilometer von Ladenstraßen. Also wie man Äpfel verkauft auf dem Markt, das wusste man vor 2500 Jahren auch schon. Und das wussten auch die Türken mit den Basaren und die Araber mit den Suks und die Inder mit ihren großen Märkten. Märkte gab es in allen Gesellschaften immer. Das ist auch gar nicht die Idee der Marktwirtschaft, sondern die Idee der Marktwirtschaft ist eine Theorie darüber, man könnte auch sagen eine Ideologie, wie angeblich Preise entstehen. So, jetzt muss ich mal kurz fragen, wer von Ihnen hat denn Wirtschaft studiert? Einer, zwei, genau, also Sie beide werden das jetzt kennen. Also die Idee ist, das ist auch die berühmteste Grafik in der Volks- und Betriebswirtschaftslehre, die Idee ist, der Marktwirtschaftstheorie ist, wie ein fairer Preis entsteht. Die Idee ist nämlich, es gibt ganz viele Anbieter, also Unternehmen, die alle miteinander konkurrieren, und es gibt ganz viele Nachfrager, Kunden, die auch alle miteinander konkurrieren, und diese vielen Anbieter und diese vielen Nachfrager, die treffen sich dann auf einem virtuellen Markt, und dann gibt es eine Angebotskurve und eine Nachfragekurve, und da, wo sie sich schneiden, das ist der faire Preis, der markträumende Preis. Eine super Theorie, die nur einen einzigen Nachteil hat. Diesen Wettbewerb, die Konkurrenz, die da vorausgesetzt wird, zentral, also es geht darum, dass der faire Preis durch Konkurrenz entsteht, das ist Marktwirtschaft. Ne? So, das einzige Problem, diesen Wettbewerb, den gibt es nicht oder höchstens eingeschränkt, sondern stattdessen leben wir in einem System, da brauchen Sie nur mal rumzugucken, dann werden Sie sofort nicken, dass es so ist. Wir leben in einem System, in dem Großkonzerne regieren, die von den Rohstoffen bis zum Absatz die gesamte Wertschöpfungskette komplett kontrollieren. Nur eine Zahl, übrigens nicht von mir, sondern vom Statistischen Bundesamt. In Deutschland ist es so, dass weniger als 1% der Unternehmen über 66% der Umsätze kontrollieren. So, das ist Kapitalismus. Das ist aber nicht Marktwirtschaft. Marktwirtschaft gibt es auch, aber nur in der Nische. Also die kleinen Firmen, die haben Konkurrenz. Also zum Beispiel hier das Cum Laude. Wenn dieser Kuchen nicht schmeckt, nicht, dann suchen Sie sich irgendwann einen anderen Gastwirt.
Und der hier kann zumachen. Das heißt, Gastwirte sind oder Kneipen sind wirklich in der Konkurrenz auch, man kann sagen, auch kleine Handwerker sind wirklich der Konkurrenz ausgesetzt. Also wenn ein Fliesenleger nur Unsinn zusammenbaut, dann spricht sich das rum und er kann seinen Betrieb schließen. Aber die großen Firmen, und das ist ja da, wo die Wertschöpfung in einer Volkswirtschaft wie unserer entsteht, die können sich der Konkurrenz weitgehend entziehen. Nochmal ein Beispiel, das Sie auch alle kennen, der DAX, also der wichtigste deutsche Aktienindex, die 30 großen Firmen sind da versammelt. Wenn Sie sich jetzt mal angucken, wer da im DAX ist, dann stellen Sie eben fest, dass die meisten, nicht alle, aber die meisten Firmen im 19. Jahrhundert gegründet wurden, und zwar in einem ganz schmalen Zeitfenster von 1870 bis 1880. Dass die aus dieser Zeit stammen, ist jetzt kein Wunder, denn genau in dieser Zeit ist der Hochkapitalismus, also das System, in dem wir heute leben, in Deutschland angekommen. Also ob das jetzt die Commerzbank, Deutsche Bank, Allianz, Münchner Rück, Bayer, BASF, Thyssen, Krupp, sonst wer ist, Höchst AG, genau, stammen alle von 1870 bis 1880. Die Autos, kann man sich vorstellen, sind etwas später gekommen, aber auch vor dem Ersten Weltkrieg aus dem schlichten Grund, dass Autos etwas später erfunden wurden. Aber, und das ist ja das Wichtige, wenn man sieht, dass die meisten Firmen irgendwie aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg kommen, die jetzt den DAX dominieren, ist ja offensichtlich, dass der Markt zementiert ist. Also ob das Stahl ist, Banken, Chemie, Pharma, Autos oder Versicherungen, der Markt ist dicht und wird von wenigen großen Firmen kontrolliert. Das heißt, wir leben nicht in einer Marktwirtschaft, sondern man könnte auch sagen, im Oligopol. Nicht? 2 bis 3 Firmen kontrollieren alles. Und jetzt nochmal so als Beispiel, damit Ihnen das auch nochmal deutlich wird. Also stellen Sie sich mal vor, Sie sind Ingenieur. Gibt es hier Ingenieure? Ich frage jetzt auch einen Ingenieur. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine ganz super Idee für ein Auto und wollen jetzt auch eine Autofirma gründen, die dann Ihr super Auto vermarktet. Das können Sie einfach komplett vergessen. Und zwar komplett, weltweit. Gibt es ja, Tesla ist kein gutes Beispiel, können wir nochmal diskutieren hinterher. Aber ich will ja meine Zeit nicht mit Tesla verschwenden. Nee, aber weltweit gibt es noch 18 unabhängige Automobilkonzerne. Und ist auch so ein bisschen die Frage, wie man das rechnet, aber ungefähr 18. Und die Frage ist nur noch, wer den Markt verlässt. Die Frage ist nicht, wer da noch reinkommt. Sondern die Prognose ist eben, dass es irgendwann nur noch 10 Konzerne geben wird weltweit. Und die Frage ist nur noch, wer muss als erstes gehen. Ist das Fiat, ist das Renault, ist das Peugeot, ist das vielleicht jetzt VW nach diesem Desaster. Aber es ist klar, rein kommt niemand, es geht nur noch ums Rausfliegen. Und auch neue Märkte, die technisch neu entstehen, wie zum Beispiel das Internet, dauert wenige Jahre und auch da dominieren Giganten alles. Also Sie kennen die Namen Google, Amazon, Microsoft. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Idee hätten, ja, ich will auch mal einen Versandhandel für Bücher im Internet gründen, können Sie eigentlich schon vergessen. Also was Sie natürlich immer machen können, ist die Nische anzupeilen. Also wenn Sie jetzt sagen, ja, ich bin Hobby-Sammler von, sagen wir mal, Postkarten mit Seeschiffen drauf, nicht? Ja, diesen Postkartenversand, den können Sie noch gründen. Aber da ist ja keine Wertschöpfung. Aber da, wo das Geld ist, das wird dann wesentlich ganz schnell von Giganten auch dominiert. Das heißt, was man hat, ist zwar Wettbewerb, in Anführungsstrichen, aber es ist nicht der Wettbewerb, wie sich die Marktwirtschaftler das vorstellen, sondern es ist ein Verdrängungswettbewerb. Der kommt auch dadurch zustande, dass ja ständig Technik eingesetzt wird, die auch die Produktivität wird ständig gesteigert, das heißt, die Warenmenge steigt. Und dann muss man, wenn der Markt aber schon gesättigt ist, ist ja klar, dass einzelne Firmen dann rausfliegen. Das ist aber eine völlig andere Form von Wettbewerb, als wie gesagt, er hat sich das vorgestellt. Was ganz wichtig ist, das ist nicht die böse Intrige von bösen Kapitalisten, dass Großkonzerne dominieren, sondern das hat auch wieder mit dem Einsatz von Technik zu tun. Also man versteht dieses System, in dem wir leben, den Kapitalismus nicht, wenn einem nicht klar ist, es geht letztlich immer um Technik. Denn das bedeutet, in dem Stand, in dem wir jetzt sind, ist ja ein dynamisches System, das sich auch weiterentwickelt, dass jetzt jedes einzelne Produkt immer gleich Milliarden kostet. Also ein neues Medikament, Milliarden. Ein neues Automodell, Milliarden.
So, bei diesen Summen ist ja klar, bevor sie überhaupt investieren, muss klar sein, dass der Gewinn stimmt. Sie würden, der Absatz muss berechenbar sein, sonst würden sie ja überhaupt gar nicht investieren. Das heißt aber, dass der Wettbewerb, so wie sich das Erhard vorstellte, viele Anbieter, viele Kunden, wäre viel zu chaotisch. Denn in so einem System würden sie dann ja irgendwie erstmal investieren und dann würden sie sehen, oh, es will ja gar kein Mensch mein Auto haben. Das geht nicht. Das heißt, der Gewinn muss planbar sein, was nichts anderes bedeutet, als dass Kapitalismus ist private Planwirtschaft. Nicht? Von den Rohstoffen bis zum Absatz wird alles kontrolliert, alles geplant. Aber es ist natürlich eine andere Planwirtschaft als der Sozialismus. Sozialismus war, der Staat hat zentral geplant. Kapitalismus ist, private Großunternehmen planen dezentral. Aber natürlich wird trotzdem geplant. Also ich meine, das können Sie auch in der Zeitung lesen, das wird sogar auf Hauptversammlungen offen erzählt. Also stellen Sie sich jetzt mal vor, eine deutsche Pharmafirma will ein Medikament machen in einem Bereich, der wirklich lukrativ ist. Also sagen wir mal Multiple Sklerose. Die fangen gar nicht an zu forschen, ohne sich vorher zu überlegen, was Pfizer in den USA im Angebot hat und ob das eigene Medikament jetzt irgendwie Pfizer in den USA ergänzt oder ob man dummerweise den gleichen Markt tangiert, um sich dann da in die Quere zu kommen. Das heißt, es wird sozusagen transnational, werden Märkte aufgeteilt. Und das ist übrigens auch nicht neu, sondern so alt wie der Kapitalismus. Jetzt erzähle ich Ihnen mal die Geschichte von der Glühbirne. Hängt ja hier, ne? Also die Glühbirne wurde, das wissen Sie ja sicher alle, von Edison erfunden, einem amerikanischen Entwickler. So, und dann ist Edison damit auf die Weltausstellung gereist. Und dann hat Emil Rathenau, der Gründer von AEG, hat dann diese Glühbirne gesehen. Und Rathenau war sofort klar, okay, der Glühbirne, das ist der Hit. Und wollte dann die Glühbirne nach Deutschland bringen. So, und das muss man sich jetzt mal klar machen. Die Glühbirne gab es nicht, den Markt für Glühbirnen gab es auch noch nicht. Aber noch bevor irgendetwas existierte, hat Emil Rathenau sich schon mit Siemens zusammengetan. Siemens war damals der einzig denkbare Konkurrent. Siemens hat eben schon Dynamos und solche Dinge entwickelt, also elektrotechnische Geräte. Und dann war die Absprache, es gab einen Vertrag, war sinngemäß so, Siemens liefert alles und AEG die Glühbirne. So, dann wurde der Markt aufgeteilt, bevor er noch nicht da war. So. Dann fehlten noch die Kunden so, für dieses tolle Produkt. Da hatten sie natürlich auch eine ganz raffinierte Idee, nämlich, dass sie sich doch an die Stadt Berlin wenden könnten. Also Angebot war, wisst ihr was, wir würden hier dieses Produkt Elektrizität liefern, wenn ihr Stadt Berlin das abnehmt. Und da hat Berlin gesagt, ja. Das heißt, was Sie da sehen, Staat und Markt oder Staat und Konzerne arbeiten zusammen. Und aus Berliner Bürgern wurden Kunden von AEG. Nicht? Das ist Kapitalismus. Und so hat das schon immer funktioniert. Und diese ganze Idee von der Marktwirtschaft ist eben abwegig. Warum ist das so wichtig, das zu verstehen, dass wir hier nicht in einer Marktwirtschaft leben? Weil es, das wissen Sie alle, der zentrale ideologische Hebel ist, um Politik zu machen. Nur drei Beispiele. Erstens, ganz allgemein, wenn man an die Marktwirtschaft glaubt, ist ja klar, der Staat darf nicht regulieren, er darf nicht eingreifen, er muss sich zurückhalten. Nicht? Die Idee ist, hier haben wir den Markt, das ist die Welt der Freiheit, der Leistung, der Konkurrenz, da setzen sich die Besten durch. Und dann haben wir hier den Staat, nicht? Da sitzen nur Sesselpupser auf den Beamtenstühlen, der Staat stört, das ist Bürokratie, der Staat hat keine Ahnung, bringt keine Leistung und behindert den Fortschritt. Wenn einem aber klar ist, dass diese Freiheit des Marktes gar nicht existiert, sondern dass da Großkonzerne durchregieren, dann ist es, die auch planen, dann ist es nicht mehr so erstaunlich zu verstehen, dass man einen Staat braucht als Korrektiv, der ebenfalls plant. Und dass da eigentlich zwei sich echt gefunden und getroffen haben. Wenn man aber an den Markt glaubt, dann hat das ja konkrete Folgen, nämlich, Sie waren alle dabei, dann wird die Daseinsfürsorge privatisiert. Dann wird nach dem Motto, ja, der Markt kann alles besser, wird alles verkauft, was der Staat hat. Nicht? Wohnungen, Elektrizitätswerke, die Wasserversorgung, waren wir hier dabei, nicht? Teile des Schienennetzes, die Rente wird privatisiert und da heißt dann Riester-Rente und so weiter. So, wenn man sich jetzt mal die Riester-Rente anguckt, nur mal so ein Beispiel, wo es plastisch wird. Wer hat denn da profitiert? Das waren zwei Konzerne, die Allianz und die Deutsche Bank. Und wenn Sie dann gucken, wann wurden die gegründet? Ja, 1870. Ja, das ist die Welt, in der wir leben.
Und das heißt alles hier Marktwirtschaft. Okay, und dann das Letzte, wenn man erstmal an die Marktwirtschaft glaubt, dann ist es für einen klar, dass es auch sowas gibt wie Finanzmärkte. Da, wo, das ist die Welt, wo die sich die Banken bewegen und dass man die deregulieren muss. Und es ist völliger Unsinn, weil wenn es einen Markt nicht gibt, dann sind es die Finanzmärkte. Denn Sie wissen ja, dass der Preis für Bankprodukte, ob das jetzt Kredite sind oder ihr Spareinlagen, sind die Zinsen. Und Sie wissen auch, dass die Zinsen zentral vorgegeben werden von einer öffentlichen Institution namens Europäischer Zentralbank. Was so sein muss, das will ich jetzt nicht vertiefen. Aber wenn ein Preis vorgegeben wird, dann kann es nach der Theorie der Marktwirtschaft überhaupt gar kein Markt mehr sein. Nicht? Denn der Preis soll sich ja frei bilden. Das heißt, die Theoretiker der Marktwirtschaft verstehen ihre eigene Theorie nicht. Gut, das musste ich loswerden, weil natürlich die Regulierung der Finanzmärkte ein ganz enormer Fehler war. So, Sie sehen also, wir leben gar nicht in der Marktwirtschaft, sondern im Kapitalismus. Und dieser Kapitalismus kann politisch gesteuert werden, weil der Staat wird gebraucht und die beiden Firmen und Staat sind sich eigentlich auch sehr ähnlich. Ja, und damit könnte eigentlich eine wunderbare neue kapitalistische Welt anfangen. Aber das wurde ja schon angekündigt, es ist trotzdem klar, dass das System zusammenbrechen wird. Aber dieser Teil, der soll ja erst nach der Pause kommen. Ja. Also vielen Dank. Ja. Jetzt müsste ich aufstehen, um mich bei Ihnen zu bedanken. Sie haben mir das Jahr toll eröffnet, toll gefightet für sozusagen die Durchdringung des Dschungels Kapitalismus. Was ist der Kapitalismus? Ich glaube, jeder von uns konnte es verstehen. Es gibt ja auch ein kleines Vorwissen, aber diese Logik, die Sie da entwickelt haben, war wunderbar in einfacher Sprache zu verstehen, die Mechanik des Kapitalismus, wie er funktioniert. Sie haben ja selber schon gesagt, was folgt aus dieser Mechanik? Eine hohe Gefährdung der Demokratie, weil eine Planwirtschaft, erst recht, wenn es eine private Planwirtschaft ist, ja keine humanen, ethischen Dinge berücksichtigt bei der Herstellung von Gewinn, sondern so verfährt, wie er bisher verfahren ist, immer wieder nach dem gleichen Muster. Wie kann ich meine Gewinne erhöhen? Also muss ich den Arbeitern aus einer kurzsichtigen Perspektive möglichst wenig geben. Reallöhne steigen eben über 10 oder 20 oder 30 Jahre nicht. Und dann haben wir eben dieses Problem, wenn wir das nicht angehen, da einen Mechanismus einzubauen, der genau dieses verhindert, dass der Kapitalismus sich selber gefährdet. Genau. So, wie kommen wir dazu? Im Moment sehe ich keine gesellschaftlichen Kräfte, die es mal gab. Die Gewerkschaften sind es nicht mehr, erst recht die Linke alleine natürlich nicht, die Grünen nicht, die Piraten hatten lange Zeit die soziale Frage gar nicht vor Augen. Ein wenig haben sie, glaube ich, dazugelernt. Also im Moment stehen wir doch vor dem Problem. Bei der Flüchtlingskrise sehen wir es. Ich bin der Meinung, mit Pegida muss nicht geredet werden, sondern diejenigen Parteien, die Pegida nicht wollen, sollten alles dafür tun, dass die gesellschaftliche Spaltung überwunden wird. Dann haben wir die richtigen Argumente. Die Rattenfänger, die da unterwegs sind, können ja damit sozusagen sogar argumentieren, dass es diese Spaltung in der Gesellschaft gibt und keiner nimmt sie ernst. Aber wir wollen sie ernst nehmen mit natürlich den fatalen Vorzeichen, Rassismus, Antisemitismus, alles, was damit verbunden ist. Und meine lange Ausführung verbunden jetzt mit der ersten Frage, was sehen Sie an Möglichkeiten, um so viel Rationalität in die Jetztzeit zu bringen, weil wir tatsächlich im Moment von heute auf morgen nicht aussteigen können. Wir können, glaube ich, auch eben diese Krisen, die Finanzkrisen im Moment nicht lösen. Da tritt Panik in der Bevölkerung ein und alles läuft natürlich sozusagen den AfD-Lern oder wie immer sie in ihren Schattierungen heißen müssen, hinterher. Also eigentlich steht man etwas ohnmächtig davor.
weil die Gegenmacht im Moment nicht zu sehen ist. Ja, also Sie beschreiben das Problem natürlich genau richtig. Also diese völlig falsche Theorie der Marktwirtschaft und der freien Märkte, und sieht man ja auch bei TTIP mit dem Freihandel, hat enorm um sich gegriffen, also und natürlich auch große Teile der sozialdemokratischen Führungsschicht erreicht. Ja. Und das, ich weiß auch nicht, was, das klingt natürlich doof, aber ich weiß jetzt auch nicht, was man dagegen machen kann. Also das Einzige, was mir dazu einfiel, war eben, ein Buch zu schreiben, das erklärt, wie es wirklich läuft, also das auf Aufklärung setzt. Ja, und das Buch hat sich auch gut verkauft, also 30.000 haben es irgendwie gekauft und gelesen, also ist ja auch schon mal schön. Aber ja, Sie merken, das ist jetzt der Werbeblock, nicht? Ich habe 8 Stück mitgebracht und die will ich auch nicht wieder nach Hause tragen. Das dürfen Sie bei uns. Bei uns muss der Kuchen nicht schmecken, sondern die Inhalte müssen gut sein. Okay, gut, also ja. Aber gut, das war der Werbeblock. Also Aufklärung. Und was ja noch dazu kommt, ist ja nicht nur, und das macht die Sache so richtig schwierig, dass nicht nur die Politik ja sehr marktradikal ist, sondern die gesamte Volkswirtschaftslehre ist ja auch in Deutschland neoliberal geprägt. Das ist ein monolithischer Block, der wenig Diskussion zulässt. Und es wird ja in Deutschland nicht wahrgenommen, was international diskutiert wird. Man muss ja sagen, auf der international, also in der englischsprachigen Welt, ist diese Marktidee sehr stark unter Attacke. Aber das kriegen die Deutschen gar nicht mit. Ja, und das ist, bin ich auch ein bisschen ratlos, wie man jetzt die Volkswirtschaftslehre modernisieren kann, weil die sozusagen eine unternehmerfreundliche Theorie zu vertreten, ist ja auch, das ist auch, kommt auch noch hinzu als Problem, ja sehr lukrativ. Mhm. Nicht? Also Sie kriegen ja die Drittmittel am besten, am einfachsten, wenn Sie Theorien vertreten, die Unternehmen in ihrem Kurzfristinteresse für plausibel und erfreulich halten. Ja, also es ist, allerdings ist es so, aber ich weiß nicht, das ist eben gefährlich und man weiß nicht, ob das, man auf die Krise hoffen darf. Das System ist inzwischen so volatil, dass auch Neoliberale Angst kriegen. Und man, es gibt Diskussionen in der Volkswirtschaftslehre, vor allen Dingen in der englischsprachigen Welt, die gab es vor 5 Jahren noch nicht. Also da wird eigentlich alles hinterfragt. Also zum Beispiel die ganze Methode, die natürlich auch ein Riesenproblem ist, diese sehr starke Mathematisierung und die Idee, dass man alles modellieren können muss mit Formeln, das wird hinterfragt. Also ob man nicht viel stärker auf die Empirie gehen sollte, was natürlich richtig ist, ist ja keine Naturwissenschaft, sondern Sozialwissenschaft. Aber das wird jetzt auch im Fach zum ersten Mal wirklich diskutiert. Und es fällt auf, das wird auch zum ersten Mal breit thematisiert, dass es viele Fragen gibt, die zentral sind, wie zum Beispiel Ungleichheit, die Ökonomen nicht modellieren können. Es gibt zu Ungleichheit, jeder normale Mensch würde denken, ökonomische Ungleichheit ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Dazu, jeder, der sich nicht mit Volkswirtschaftslehre auskennt, würde sofort denken, es ist ein ganz wichtiges Thema. Dazu können die Volkswirte im Ernst nichts sagen. Weder können sie sagen, wo Ungleichheit herkommt, wobei jeder außerhalb der Ökonomie würde sofort sagen, ja, das sind Machtverhältnisse, können sie nicht modellieren. Noch können sie sagen, welche ökonomischen Folgen die ungleiche Verteilung von Reichtum hat, können sie auch nicht sagen. Das heißt, die wesentlichen Fragen werden in der Ökonomie nicht gemacht. Eine Frage, die auch nicht gemacht wird, auf die wir ja noch kommen werden, deswegen will ich das jetzt nicht so vertiefen, ist ja das ganze Thema Umweltproblematik. Also die externen Folgen des Kapitalismus können auch nicht modelliert werden, werden also auch nicht gemacht. Und eigentlich ist es so, dass in der internationalen Diskussion, auch da beteiligen sich auch Nobelpreisträger dran an diesen Diskussionen, langsam allen dämmert, dass sie kurz vor der kompletten Bankrotterklärung stehen. Weil, das wird jetzt sehr technisch, aber vielleicht für die, die sich für sowas interessieren, weil das zentrale Forschungsparadigma war in der Volkswirtschaftslehre die sogenannte Mikrofundierung. Die Idee war, dass man irgendwie oben Theorien hat, wie alles läuft, die sich unten im Haushalt widerspiegeln. Und diese Mikrofundierung, die man brauchte, um diese mathematischen Modelle
haben zu können, ist gescheitert. So, jetzt hat man 80 Jahre Mikrofundierung gemacht im Kern in der Neoklassik. Jetzt muss man sehen, es läuft nicht, gar nicht. Wir können alle unsere Formeln können wir eigentlich einräumen. Wir haben 80 Jahre nur Müll gemacht. Das ist wirklich bitter und wahrscheinlich auch eine Frage von Generationen. Also die, die jetzt die Professorenstühle haben, werden sich wahrscheinlich nicht mehr zu dem radikalen Schritt entschließen können, dass sie eigentlich nur Unsinn geforscht haben. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass wenigstens einige derer, die nachwachsen, dass sie das ahnen und ein neues Forschungsprogramm auch auflegen. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen lang und viel. Alexander Spies, mich vorzustellen, Mikrofon näher ran. Ich muss Rainer ein bisschen widersprechen. Hier noch ein bisschen näher ran, ja genau. Reinbeißen. Ja, Rainer ein bisschen widersprechen, dass... Geht gar nicht. dass bei Piraten überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. Stimmt so nicht, dass, also wo ich ganz sicher bin, und da können Sie mit Piraten, Nicht-Piraten, aber mit Weißwim reden, es gibt die Überzeugung, dass diese neoliberale Politik gescheitert ist. Das ist eine Grundüberzeugung bei allen. Die Analyse dann, warum das so ist und wieso, ist vielleicht dann nicht so ausgeprägt. Ja? Und insofern... steht ja auch in den Programmen die Rekommunalisierung, ja, also Netze in Nutzerhand, ja, also Aufgaben, kommunale Aufgaben sind eben gemeinschaftliche Aufgaben und sollen eben von der Gesellschaft kontrolliert werden und nicht von anonymen privaten Märkten. Aber Sie haben also ein Stichwort geliefert, ja, wie sieht die traditionelle Wirtschaft das? Also es gab im letzten Jahr eine interessante Konferenz des DIW über Ungleichheit, Einkommensungleichheit. Und da hat dann der Fratschner, also der neue Präsident, so interessante Thesen geäußert. Er meinte, also diese wachsende Ungleichheit sieht er als eine Bedrohung des Kapitalismus. Ja, klar. Ja. Das ist also sehr überraschend, weil wenn man den Kapitalismus analysiert, und das, wenn Sie sagen, gehört diese wachsende Ungleichheit zu der Dynamik des Nicht. Denn ich habe ja versucht zu sagen, der Kapitalismus braucht hohe Löhne, die steigen. Also der Kapitalismus leidet als System, wenn es Ungleichheit gibt. Nur, dass, wie gesagt, das kann man empirisch ganz klar zeigen, dass das so ist. Aber weil die Volkswirtschaftslehre keine Empirie macht, sondern immer nur mathematische Formeln, kriegen die das gar nicht mit. Na, das... So würde ich das gut zusammenfassen. Also das war ja schon das Hinterfragen. Ja? Also normalerweise könnte sich das dann einpendeln. Schon richtig, aber wenn man eben also diese Form der profitgesteuerten Produktion, wie ich das gerne nenne, sieht, dann ergibt sich natürlich diese Einkommensungleichheit. Das ist eine Folge und gut, Krisen können dann dazu führen, dass sie wieder etwas zurückgeführt wird, aber langfristig ist das eben, wenn man so will, eine Perspektive. Ja. Und es gibt ja die Kritik von Marx, ich will das jetzt nicht so weiter ausführen, der ja ganz interessanterweise aus diesem System das vorhersagt, also mit dem GG-Strich, also die Gleichung, das heißt, dass das Kapitalismus dahin endet, dass sich nur noch Geld mit Geld beschäftigt. Ja. Das heißt, dass die eigentliche Aufgabe, die ein Wirtschaftssystem hat, nämlich die reale Produktion zu steuern, durch dieses System gar nicht mehr erfüllt werden kann. Aber das geht jetzt wieder etwas weiter. Tatsächlich kann das Bewusstsein der Volkswirtschaftslehre an der Stelle gar nicht stehen, weil sie zum größten Teil eben keine Wissenschaft ist, sondern ideologische Rechtfertigung. Ja. Das heißt, die Modelle, auch die mathematischen Modelle, die produziert werden, dienen letztlich dazu, die Machtverhältnisse und die Herrschaftsverhältnisse im Wirtschaftssystem zu rechtfertigen. Also den Menschen quasi Erklärungen zu liefern, denen sie zustimmen können, wie diese schöne Idee des Marktes, so
den kleinen Markt, den Bazar kennt ja jeder und das kann dann jeder nachvollziehen. So funktioniert das auch im Großen und dann ist man beruhigt und sagt, es ist ja ein schönes System und wir unterstützen das. Ja. Aber das System funktioniert ja nur durch die Unterstützung der Leute und die Gefahr ist ja gerade, was Sie gesagt haben, dass in Krisen diese Unterstützung schwindet. Aber was kommt dann? Und der wichtige Punkt ist ja, also nicht nur diese Hochlohnpolitik, also Thesen, sondern der entscheidende Grund auch für die Entwicklung des Kapitalismus in England ist ja die Globalisierung, die ja nach der Entdeckung Amerikas quasi stattfand. Das heißt, dass eben die englische Tuchindustrie nicht nur den lokalen Markt, sondern einen Weltmarkt oder damaligen Weltmarkt, also Spanien auch, beliefert hat. Und diese Globalisierung ist letztlich Grundlage auch dieses Reichtums, also dieser 20-fachung des Einkommens, was wir alle haben. Und in dem Moment, wo wir diese Globalisierung angreifen, also wie das gerade ja im Moment passiert, auch durch Pegida oder AfD, ist das in Wirklichkeit der Beginn vom Ende dieses Systems, was diesen Reichtum auch generiert. Also wir können das kritisieren, also da fehlte jetzt mit den Rohstoffen und Klima der Abschlussteil, ja. Aber erstmal grundsätzlich muss man sagen, egal wie man eben zu dem System steht, der wichtigste Punkt ist eben die Existenz von globalen Märkten oder das globale Denken mit allen Problemen und auch Vorteilen. Bitte. Ja, also ich, gut, oder gibt es noch andere, die was sagen wollen? Sonst kann ich auch sammeln. Nee, machen Sie, also im Moment sehe ich keinen, der in, so, doch. Ja, wir wollen alle, nehme ich mal an. Ja, dann also, bitte doch. Ich sammle einfach mal, ich glaube, das geht schneller. Wenn ja, unbedingt. Nee. Genau. Ja. Also, ich schreibe immer mit. Also, ja, passt. Ich sehe ein ganz anderes Problem momentan, dass der Kapitalismus oder die Krise sich so äußert, dass wieder Kriege anfangen. Und zwar Kriege um Rohstoffe. Also wenn ich sehe, wie die Saudis sich verplant haben mit ihrem Rohstoffkampf, Ölpreiskampf gegen die Fracking-Industrie in den USA und bei, was ich, 100 Euro brauchten sie um, 100 Dollar pro Barrel brauchen sie, um plus minus null rauszukommen, bei 30 steht da jetzt. Das ist keine Demokratie, sondern eine Diktatur, die wir partnerschaftlich unterstützen, die aber darauf aufbaut, dass sie sehr viel Geld hat und sich ihre Regierung kaufen kann, also ihre Zustimmung. Mhm. Und die stürzen gerade zusammen, weil die keine Legitimierung haben, außer das Geld. Und wir sehen das in der Ukraine, wir sehen das in ganz Nahost, wo es um Erdgas, Öl und Rohstoffe geht, dass der Kapitalismus erstmal in den Krieg ausreicht. Wollte man? Ne? Ja, also das sehe ich das als viel größeres Risiko, zusätzlich, denn die ganzen Errungenschaften, die er so uns beschafft hat, wie Demokratie und Wohlstand, Lebenserwartung gestiegen, Gleichberechtigung der Frauen und Bildung für alle, auch diese Errungenschaften kassiert er ja doch wieder ein. Und wenn man das weltweit sieht, also wir haben ja einen sehr eurozentristischen Blick, für Europa gilt das, aber wenn ich nach Afrika schaue, nach Asien, die Sweatshops, die ganze Ausbeutung, die ruinierte Landschaften, das Grabbing, dann gilt diese Aussage auch schon nicht mehr. Also für Europa gilt das, uns geht es besser, aber gilt das auch wirklich weltweit? Ausbeutung. Ja, das habe ich mitgeschrieben. Alles gut. Das ist so meine große Sorge, weil wir gucken ja, also ob Piraten mehr international, so hoffe ich doch, und nicht so ganz eurozentristisch. Uns geht es halt sehr, sehr gut. Wir können das, wir können sehr viele Probleme noch ohne Lebensbedrohung und mit einer gewissen, also wir leben alle im Reichtum. Ne? Selbst wenn wir hier wenig haben, sind wir noch sehr, sehr reich. Ich möchte nicht in Afrika oder Asien leben. Ja, nee, gut, da habe ich aufgeschrieben, ja. Ja, Thomas Henke, fast die gleiche Frage, also weggenommen. Sie müssen, also, glaube ich, auch noch stärker rein. Fast die gleiche Frage, also dieser Vergleich am Anfang, wir uns 20 Mal besser als vor Beginn des Kapitalismus auf die Bundesrepublik bezogen, auf Europa, auf den Westen, ja. Auf den weltweiten Blick, wenn ich denke, wie... Also auch nicht industrialisierte Gesellschaften vorher funktioniert haben, wie sie jetzt funktionieren, habe ich da große Zweifel, ob die These in der Form richtig ist. Ja, sehr gute Frage. Also, ja,
Ich möchte mich erstmal bedanken, dass Sie so versucht haben, so ein komplexes System wie Geopolitik, Gesellschaft, Ökonomie, ich würde mal sagen, politische Ökonomie zu beleuchten. Und das ist also ziemlich schwierig. Ich möchte einige Anmerkungen machen. Einmal, dass also der Kapitalismus, also ich weiß nicht, ob der die Demokratie an sich gibt es ja auch so wenig wie den, das wird uns immer nur so als Schlagwort gesagt, aber die gibt es eigentlich nicht, die gibt es so wenig wie den Islam. Es gibt viele Spielarten der Demokratie und da muss man ganz genau hingucken und sagen, bei uns ist es eben die parlamentarische Demokratie, die ich nicht so besonders befürworte, muss ich sagen. Und da hat sich auch mal jemand, der Geschichte studiert hat, dazu verstiegen, dass nach der Französischen Revolution, die haben überlegt, wie sie die Macht des Volkes brechen können und da haben sie die parlamentarische Demokratie eingeführt, um das also nach oben praktisch, wie so stille Post, oben kommt es dann nicht mehr an. Also was der Kapitalismus sicherlich befördert hat, sind die bürgerlichen Rechte, die man ja dann auch brauchte, also eine gewisse Freizügigkeit, Mobilität und so weiter. Also das hat der Kapitalismus sicherlich befördert. Also aber die Demokratie, ich habe mir irgendwie sagen lassen, die fing schon bei den alten Griechen an. Und wie gesagt, die Demokratie ist schon ein bisschen älter, glaube ich, als der Kapitalismus. Und darauf wollte ich auch noch mal hinweisen, zu den Zusammenhang mit den Kriegen. Das ist nämlich der große Wahnsinn, dass also der Kapitalismus also doch praktisch Kriege eben hervorbringt, unter denen wir jetzt ja auch hier, ich will jetzt nicht vergleichen mit den Flüchtlingen, die leiden natürlich darunter noch viel mehr. Aber wir hatten ja auch mal den Zweiten Weltkrieg und haben auch unter Krieg gelitten. Und Krieg ist eben ganz, ganz das Schlimmste, was passieren kann. Also der größte Crash, finde ich. Also schlimmer als irgendwelche Finanzdesaster. Jetzt aber, um auf den Kapitalismus zu kommen, finde ich, also eine ganz zentrale Sache immer, dass uns gesagt wird, ja, da können wir ja nichts machen. Das geht um Arbeitsplätze. Da müssen wir Arbeitsplätze erhalten. Da müssen wir eben Steuergelder reinpumpen. Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Andererseits haben wir ja, wie Sie ja ganz richtig bemerkt haben, diese Überproduktion überall. Also im Prinzip könnte heute jeder Mensch auf der Welt, hat der Club of Rome festgestellt, ab dem Jahr 2000, also praktisch ganz normal leben. Also nicht jetzt im Reichtum und Überfluss, aber es brauchte keiner zu verhungern, es könnte jeder, braucht auch keiner zu erfrieren und so weiter. Und ich finde es auch richtig, dass also wir keinen Markt haben. Da möchte ich nochmal hinweisen, da ist jetzt ein Film gelaufen, den habe ich heute Nacht gesehen, von einem Banker, der das Finanzsystem mal von innen erklärt hat, was auch sehr interessant war, der auch gesagt hat, es gibt keinen Markt. Und Siemens, Daimler und andere riesengroße Firmen, die haben ihre eigenen Banken und die lassen sich nichts aufs Glatteis führen. Wer aufs Glatteis geführt wird, sind immer die kleinen Unternehmen, die Kommunen und die Privatleute. Und noch vieles mehr ist jetzt nur eine Sache, die ich da rausgreifen wollte. Ja, also und vielleicht noch eine Sache, die mich sehr auch mit dem Krieg erstaunt hat, das ist das Letzte, was ich sagen wollte, ich habe eine Frau, die Bundesbankerin, bei der Bundesbank beschäftigt war als Bankerin und dort wird gelehrt, dass der Kapitalismus die Kriege hervorbringt. Also selbst da ist dieser Umstand eigentlich bekannt, wird aber nie groß an die große Glocke gehangen. Das war also für mich total erstaunt und sie sagte auch in ihrer Ausbildung, da war sie wie geplättet. Als sie das, also diese Theorie da vorgesetzt bekommen hat, in der Ausbildung von der Bundesbank, hat mich sehr erstaunt. Ja, das war es erstmal. Ja, vielen Dank. Ja, das sind ja interessante Aspekte. Ich fange mal mit der parlamentarischen Demokratie an, weil das, glaube ich, am schnellsten geht. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass unser System, in dem wir leben, perfekt ist. Aber ich glaube, dass man eindeutig sagen kann, dass es besser ist, als wenn man im Feudalismus lebt und ein König die gesamte Macht hat und man den auch nicht absetzen kann, nicht wählen kann, nichts. Da finde ich es doch besser, wenn man Angela Merkel wählen und auch wieder abwählen kann.
Natürlich kann man das System verbessern, aber ich glaube nicht, dass man so fundamental an der Demokratie, sie so fundamental kritisieren sollte. Dann haben Sie gesagt, ja, die alten Griechen hatten doch auch schon eine Demokratie. Das stimmt insofern, als die Griechen das, was sie hatten, Demokratie genannt haben. Das ist ja ein griechisches Wort, heißt Herrschaft des Volkes. Aber real war es so, dass in Athen nicht alle wählen konnten. Also erstens sowieso nur die Männer, die Frauen nicht. Zweitens nur Athener. Alle Einwanderer, und die gab es natürlich in Athen damals auch schon, sehr viele Einwanderer durften nicht wählen. Ja, wenn Sie aber, Sie können die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen und dann können Sie wählen. Das war in Athen nicht möglich. Sie konnten nicht Athener werden. Es ging nicht. Am Ende waren fast gar keine Athener in Athen, sondern ganz viele andere Leute, zum Beispiel auch Aristoteles, hat in Athen gelebt, war aber nicht aus Athen, konnte da nicht wählen. Und es konnten nur die Grundbesetzer wählen. Das heißt, es gab auch viele Leute, die Athener waren, die offiziell nicht als Athener, die nicht wählen konnten. Das heißt, das war, das muss man sich ganz klar machen, es war eine Demokratie des Adels. Nicht? Der Adel, der Stadtadel in Athen, der konnte wählen, aber sonst niemand. Das heißt, das, was wir heute haben, kann man damit nicht vergleichen. Nur, ich will ja nur sagen, unser System ist dann doch vielleicht ein Fortschritt im Vergleich zu dem, was da war. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht noch weiter das reformieren kann. Dann haben Sie wirklich ganz interessante Fragen gestellt zur Ausbeutung, zu Afrika, Asien, zur Frage Kriege, Rohstoffe und so weiter. Vielleicht fangen wir jetzt erstmal an mit, oder ganz simpel erstmal von vorne vielleicht, warum sind Afrika oder auch Bangladesch nicht so reich wie wir? Das ist eine Frage, die sich ja an sich wirklich stellt. Denn wenn man sich jetzt mal anguckt, wie war das im 19. Jahrhundert? Da war ja Deutschland auch, muss man mal so hart sagen, ein Entwicklungsland oder ein Schwellenland, je nachdem, wie man das nennen will. Das einzige Industrieland damals war England und alle technischen Entwicklungen kamen auch aus England. Also ob das die Lokomotive war, die Dampfkraft war, die moderne Stahlverhüttung war, die modernen Koksbetriebe, alles, der Bergbau, alles Englisch. So, was haben die Deutschen gemacht? Hier auch Preußen, Friedrich der Große und so weiter. Sie haben angefangen, die Technik aus England systematisch zu klauen. Das war also das Prinzip Plagiat. Es wurde alles geklaut. Es gab wurde auch eigens ein Institut gegründet, das sogenannte Gewerbeinstitut, das war hier in Berlin. Da hat man also Maschinen aus England importiert. Das war natürlich verboten. Die Engländer haben versucht, ihre Maschinen auf keinen Fall auf den Kontinent zu lassen, aber natürlich wurden immer Mittel und Wege gefunden, diese Maschinen dann doch irgendwie reinzuschmuggeln. Dann wurden die hier aufgebaut und dann konnten alle interessierten Unternehmer sich diese Maschinen hier angucken und nachbauen. Zum Teil hat auch der König oder Preußen hat das zum Teil finanziert, dass die Maschinen nachgebaut wurden und dann hier aufgebaut wurden. So mit diesem Trick, einfach Prinzip Plagiat, es wird geklaut, was man klauen kann, haben sich die Deutschen erfolgreich industrialisiert. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum gelingt das nicht in Mali, Malawi, Bangladesch? Warum klauen die nicht einfach die Technik des Smartphones und machen selber eine Handyfirma auf? Und das liegt daran, dass, damit kommt man wieder zu dem zentralen Punkt am Kapitalismus, es geht ja immer um Technik. Und dieser technische Fortschritt rast die ganze Zeit voran. Und das wurde eben ausgerechnet von einem wirklich sehr intelligenten koreanischen Ökonomen, der jetzt in Cambridge ist. Der hat sich mal angeguckt, wie groß war eigentlich der technische Abstand zwischen Deutschland und England im 19. Jahrhundert. Also wie viel mussten die Deutschen klauen, um den Anschluss zu bekommen. Da kam raus, der Abstand war, wenn man das jetzt in Produktivität misst oder in technischem Abstand, 1:2. Heute ist der Abstand zwischen den reichsten Ländern, also Deutschland und den USA, und den ärmsten Ländern wie Äthiopien, Malawi, Mali und so weiter, 1:60. Das heißt, es ist völlig klar, und das wird auch in der Entwicklungshilfe nie ausreichend berücksichtigt, weil die ja immer alle bei der Marktwirtschaft sind und nie das mit dem Kapitalismus ernst nehmen und der Technik. Es ist völlig klar, dass die heutigen Entwicklungsländer es nicht mehr schaffen werden, sich zu industrialisieren. Wenn man also Entwicklungshilfe darauf aufbaut, dann so nach dem Motto, ja, die werden auch mal alle reich, die werden sich auch industrialisieren.
das funktioniert nicht, der technische Abstand ist schon zu groß. Was sogar noch dramatischer ist, auch sogenannte Schwellenländer, wie beispielsweise Brasilien, haben einen Abstand von 1 zu 5 bei der Produktivität. Auch da ist es praktisch nicht mehr möglich, noch aufzuholen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist es China gelungen beispielsweise oder noch Südkorea, Japan und so weiter. Die haben alle den gleichen Trick benutzt, den Deutschland auch im 19. Jahrhundert benutzt hat, nämlich als erstes Zollschranken. Es wird nichts reingelassen, dann wird alles geklaut. Wie gesagt, das kann man den Chinesen nicht übel nehmen, das haben die Deutschen auch so gemacht. Und dann wird von innen mit staatlicher Hilfe, ganz wichtig, staatliche Hilfe, die Industrie aufgebaut. Allerdings ist es so, weil heute der technische Fortschritt schon so weit ist und die Skalenerträge, die man braucht, so enorm sind, geht dieser Weg, wir schotten uns ab und machen alles selber, geht nur noch in Ländern wie China, die eine Bevölkerung von 1,3 Milliarden Leute haben, also einen riesen internen Markt, wo die Skalenerträge noch sozusagen zu der Bevölkerungsmenge passen. Ein Land wie Argentinien, auch nur mal, um so das Drama klar zu machen, 40 Millionen, ist viel zu klein, selbst mit seinen 40 Millionen, um jetzt beispielsweise zu sagen, ja, wir schotten uns hier ab und jetzt machen wir alles selber, Pharma, Auto und so weiter, weil man braucht für solche Produkte inzwischen den Weltmarkt. Und das ist auch sozusagen das Fiese an diesen Freihandelsregimen, die Entwicklungsländer brauchen den Weltmarkt, wenn sie überhaupt irgendwas werden wollen. Aber auf dem Weltmarkt regieren die Industrieländer und sagen ja, wir haben keine Zölle mehr. Ist ja auch klar, man ist ja vorne an der technologischen Front. Dann dürft ihr auch keine Zölle haben. Und dann werden die mit den Industriewaren aus den Industrieländern überrollt. Aber das ist eben sehr schwierig. Das ist sozusagen gar nicht jetzt der böse Plan von irgendwem, dass Afrika und Asien sich nicht entwickeln können, sondern das hat zum Teil mit dem System selbst zu tun, so wie der Kapitalismus ist, mit dem Einsatz von Technik. Dann gibt es noch ein zweites Problem, das kann man vielleicht bei Bangladesch auch schön erklären. Die Bangladeschis haben ja diese Textilindustrie und setzen da als einzige Technik die elektrische Nähmaschine ein. Jetzt muss man wissen, dass die elektrische Nähmaschine wurde 1889 erfunden. Das heißt, die Bangladeschis im 21. Jahrhundert operieren mit einer europäischen Technik aus dem 19. Jahrhundert. Jetzt kann man sich ja auch da fragen, ja, warum klauen die Bangladeschis nicht einfach mal das Smartphone und modernisieren sich? Und da hat man eben wieder dieses Problem mit den Löhnen. Das ist einfach so, in Bangladesch sind die Löhne so niedrig, Menschen sind so billig, dass das Einzige, was sich lohnt, was gegen diese billigen Menschen konkurrenzfähig ist, ist eine billige Technik wie die elektrische Nähmaschine, die auch nichts kostet. Aber wenn man jetzt da mehr Technik einsetzen wollte in Bangladesch, würde sich das gar nicht lohnen, weil die Menschen sind ja billiger. Und dann kommt man aber eben in so einen fatalen Strudel, weil die Löhne so billig sind, lohnt sich Technik nicht. Weil sich die Technik nicht lohnt, bleiben die Löhne niedrig. Denn die Löhne könnten ja nur steigen, wenn die Produktivität steigt. Und das erklärt auch, warum, was ja manche Leute auch erstaunlich finden und was ja auch auf den ersten Blick erstaunlich ist, die technische Entwicklung immer in den Hochlohnländern stattfindet. Eigentlich müsste man sich doch fragen, ja, warum sind die ganzen Kapitalisten oder Unternehmer nicht schon längst alle nach Afrika abgewandert, wo doch da die Löhne so niedrig sind? Das wäre doch alles so billig. Aber Löhne sind eben nicht nur Löhne, nicht nur Kosten, sondern die sind ja auch Nachfrage. Und vor allen Dingen wird das ganze System immer dadurch getrieben, dass es sich lohnen muss, Menschen zu ersetzen. Und das lohnt sich ja nur, wenn die Löhne hoch sind. Also das heißt, dieses ganze System führt automatisch dazu, dass große Teile der Welt abgehängt werden. Das hat aber noch nichts damit zu tun, dass jetzt irgendjemand rumrasen würde und denken würde, ganz aktiv, ich will jemanden ausbeuten. Sondern das kommt von selbst durch den Einsatz von Technik. So, jetzt diese Frage, die auch interessant war, wie ist das eigentlich mit den Rohstoffen und wie ist das mit Kriegen? Um erstmal zum Thema Krieg, beim Thema Krieg zu sein, Kriege stören den Kapitalismus. Also sozusagen das System selbst braucht keine Kriege. Die nerven nur. Kriege sind politische Entscheidungen. Die sind nicht ökonomisch zwingend. Das ist an sich erstmal eine gute Nachricht, weil wenn es ökonomisch zwingend wäre, Kriege zu führen, wäre das
geradezu verheerend, denn den Kapitalismus abzuschaffen als System ist ja schwierig. Wenn man sagen würde, also der Kapitalismus erzwingt Kriege, dann könnte man auch Kriege nicht verhindern, weil man auch dieses System nicht so schnell los wird. Es ist eigentlich gut zu wissen, dass der Kapitalismus als System selbst keinen Krieg braucht, weil nur dann hat man überhaupt eine Möglichkeit, politisch zu agieren und Kriege auch zu verhindern. Ja, wie ist das mit den Rohstoffen oder mit Saudi-Arabien? Also letztlich ist es so, dass die Länder, die Rohstoffe haben, ob das jetzt Saudi-Arabien ist, Nigeria ist, der Irak ist oder sonst wer, die haben natürlich, sitzen ja genau in dieser Falle. Sie sind technologisch schon abgehängt. Sie können den Abstand zum Westen nicht mehr aufholen und versuchen jetzt mehr oder minder geschickt, das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, um welches Land es gerade geht, mit ihren Öleinnahmen Staatsfonds zu gründen, um sich dann sozusagen in die Industrieländer einzukaufen. Und ohne, dass man selber Industrie hat, dann wenigstens an den Einnahmen teilzunehmen. Also Katar macht das sozusagen exemplarisch, Norwegen auch. Die Saudis geben eben viel Geld aus, um selbst an der Macht zu bleiben. Klar ist, aber das ist auch noch ein Thema, auf das wir ja kommen, klar ist, das Öl wird zu Ende gehen. Ich selber glaube, dass diese ganze Staatsfonds-Idee überhaupt nicht funktionieren wird. Und zwar weder für Katar noch für, sagen wir mal, Norwegen. Ich habe das mal ausgerechnet, was passiert, das muss ich jetzt nicht alles vorrechnen, aber was passiert, wenn in Norwegen das Öl ausgeht, das wird ja irgendwann verbraucht sein, dann ist es nach meiner Rechnung so, dass Norwegen innerhalb von 10 Jahren seinen Staatsfonds aufbrauchen wird, um das jetzige Niveau an Wirtschaftsleistung zu halten, nicht? Das werden sie ja nicht reduzieren wollen und dann ist der Staatsfonds weg und das hat eigentlich alles nie was gebracht. Ja, was noch? Ja, Ausbeutung, also das ist ja auch eine Frage noch, braucht der Kapitalismus billige Arbeitskräfte in Bangladesch oder brauchte er früher Sklaven? Da ist es an sich auch so, nein. Der Kapitalismus floriert am besten, wenn andere Länder auch reich sind. Das können Sie, da gab es ja auch sozusagen historische Laborsituationen. Eine historische Laborsituation war der Fall der Mauer 1989. Hatte ja nun auch niemand so direkt kommen sehen. Mauer war weg. Dann hatten die Unternehmer im Westen ja alle die Möglichkeit, nur, sagen wir mal, 200 Kilometer nach Osten zu ziehen, bis nach Polen, gut ausgebildete Industriearbeiter kosteten aus der Perspektive des Westens alle gar nichts. Hätte man ja denken können, war ja auch die Sorge der Westdeutschen, so jetzt gehen alle Firmen aus Westdeutschland nach Polen oder nach Bulgarien oder nach Tschechien, haben da ja diese wunderbar ausgebildeten Arbeitskräfte, die alle nichts kosten und können viel billiger produzieren. Das Interessante ist, es sind zwar einige Firmen nach Polen gegangen, auch VW oder so hat da ja jetzt bei Skoda in der Slowakei Ableger und so weiter. Es gab also so einen gewissen Zug nach Osten, aber das Ergebnis war, dass wir jetzt zwar mehr aus Polen importieren als früher, weil ja da auch Sachen produziert werden, die wir haben wollen, aber wir, die Deutschen, exportieren noch mehr nach Polen, als sie von dort importieren. Das heißt, die Leistungsbilanz, wie man das nennen kann, Deutschlands mit Polen ist positiv. Und es hat Deutschland reicher gemacht, dass die Polen auch reich wurden. Und dass einige Firmen aus Deutschland nach Polen abgewandert sind, hat Deutschland überhaupt nicht gestört, sondern hat im Gegenteil hier auch noch zu Wachstum geführt. Das Gleiche ist mit China. Natürlich macht es Deutschland reich, dass die Chinesen reich werden. Und dass der Kapitalismus eben gerade nicht so funktioniert, dass man so nach dem Motto, alle müssen schön arm sein, damit ich reich bin, das wurde übrigens schon vor 250 Jahren auch entdeckt. Also Sie haben vielleicht mal von Adam Smith gehört, dem Begründer der Volkswirtschaftslehre, der hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das man wirklich empfehlen kann, Der Wohlstand der Nationen. Und in diesem Buch, auch ein lustiges Buch, machte sich über seine englischen Zeitgenossen lustig. Denn damals hatten die Engländer die Angst, die Franzosen könnten reich werden.
Nicht, weil England hatte schon technischen Fortschritt, die Franzosen hatten nichts. Die Franzosen haben natürlich versucht, den technischen Fortschritt aus England zu klauen. Und in England gab es eine breite Debatte, ob England ärmer wird, wenn die Franzosen reicher werden. Und da hat damals schon Adam Smith gesagt, und das gilt bis heute, dass man könne nicht exportieren, man könne keine Exportnation sein, und das waren die Engländer damals auch schon, wenn alle Nachbarn um einen rum arm sind. Und genau diese Logik gilt bis heute. Also es ist an sich gut für den Kapitalismus, wenn es keine Ausbeutung gibt. Auch Ausbeutung ist, zumindest wenn es um Löhne geht und Ähnliches, eine politische Entscheidung, kein ökonomischer Zwang. Das heißt, man kann es auch ändern. Das ist die gute Nachricht. Ja. Doch, ganz kurz nochmal zurückkommen. Kann der Kapitalismus ohne Kriege auskommen? Ja. Ich denke auch, zunächst einmal muss man bestätigen, dass auch der Kapitalismus keine Kriege haben will. Mhm. Genau. Aber ob er ohne sie auskommen kann, aufgrund der Rohstofffrage, ist natürlich zu diskutieren. Ach so, ja, aber dadurch, dass sich alle natürlich im Wettbewerb befinden, werden diejenigen Vorteile haben, die billige Rohstoffe zur Verfügung haben. Die schenken sie den anderen nicht. Nee, aber oder sie müssen an Rohstoffe herankommen, um sozusagen den anderen niederzuringen. Ja, aber da würde ich sagen, ist die politische Schwierigkeit da, weil natürlich die eigene Nation bedient werden muss und erstmal nicht die anderen Regionen. Nee, aber das ist ja auch eine breite Diskussion. Also die gab es zum Beispiel beim Irakkrieg, also zweiter oder dritter Golfkrieg, ich weiß gar nicht, wie man das zählt. Mhm. Jedenfalls Bush marschiert nochmal im Irak ein, da waren 2003. Nicht? Das war eindeutig für die USA ein gigantisches Verlustgeschäft. Dieser Krieg im Irak, wenn man auch noch die Versorgung der verletzten Veteranen und so weiter mit berücksichtigt, die Rentenzahlungen, die da nötig werden, hat die USA 3 Billionen Dollar gekostet. Für diese 3 Billionen Dollar hätte man ganz bequem ganz viel Öl kaufen können. Das wird ja immer falsch gesehen. Also man denkt immer, der Westen ist dann ganz panisch und denkt, wir brauchen diese Rohstoffe, die haben wir ja gar nicht, jetzt sind wir abhängig. Natürlich sind wir abhängig vom Öl, das ist irgendwie wahr. Aber umgekehrt sind die rohstoffexportierenden Länder noch viel abhängiger. Also deren Abhängigkeit wird irgendwie immer vergessen. Nicht? Mhm. Saudi-Arabien, das kam ja auch, hat ja auch einer gesagt, sehr richtig, hat nur ein einziges Exportgut, Öl. Sonst haben sie gar nichts. So, das heißt, Saudi-Arabien ist derartig abhängig vom Weltmarkt und die ganzen anderen exportierenden Länder, ob das jetzt Russland ist, Venezuela ist oder Nigeria, sind auch alle abhängig davon, dass sie dieses blöde Öl exportieren können. Das heißt, die sind an sich und im Gegenzug müssen sie ja alles importieren, das fängt schon bei den Nahrungsmitteln an. Die sind natürlich wahnsinnig stark und schnell unter Druck zu setzen. Sie können überhaupt sich nur gegen die Übermacht der Industrieländer wehren, wenn sie es schaffen, erfolgreich ein Kartell zu bilden. Dieses Kartell namens OPEC bricht aber permanent zusammen, weil die Bedürfnisse in den einzelnen Staaten, irgendwie an Geld ranzukommen, ist so groß, dass sie sich eben gar nicht mehr auf eine gemeinsame Politik einigen können. Die Europäer waren natürlich schwer schockiert, als das Kartell zwischendurch mal in den 70er Jahren funktioniert hat und es zu den Ölpreisschocks kam. Aber das war eine Ausnahme. Nicht? Normalerweise schaffen es Rohstofflieferanten nicht, sich irgendwie zu einigen, weil sie ja nur diesen blöden Rohstoff haben. Es gibt auch zum Beispiel kein Kaffeekartell oder so, nicht? Sondern stattdessen versucht jedes Land, seinen Kaffee selber loszuschlagen, weswegen der Preis viel zu niedrig ist eigentlich. Oder es gibt kein Kakaokartell, nichts. Also, und jetzt gibt es eben auch kein Ölkartell mehr. Gut. Ja, also ist jedenfalls, was ich sagen will, ist, man kann mit friedlichen, ganz in Anführungsstrichen, Handelsmechanismen ganz kurz ein Hinweis. Die ölexportierenden Länder viel schneller unter Druck setzen, als da billionenteure Kriege zu führen. Das ist richtig schlechtes Geschäft, was nur zeigt, dass Bush eben doof war, aber das wussten wir ja schon. Also, ich möchte unter dem Vorzeichen der Zeit vorschlagen, es gibt noch eine Frage zu diesem Komplex, ja. Weil ich dann doch gerne noch zu dem vorhandenen Plan B zum Ende kommen möchte. Ja, okay. Also insofern bitte ich darum, dieser Punkt ist abgeschlossen und dann kommt der Plan B und da können wir... Das geht auch ganz schnell. Ja, ja. Okay. Ja, hallo, ich bin Bettina Günther. Im Grunde geht es schon ein bisschen um den Plan B und zwar darum, dass wir, Sie haben ja gesagt, der Produktivitätszuwachs ist enorm, das wissen wir natürlich alle. Und das heißt für Europa eigentlich, dass wir uns von zwei Begriffen im Grunde verabschieden müssen und auch politisch verabschieden müssen. Das eine ist die Vollbeschäftigung meiner Meinung nach,
Also das ist ein Punkt, wo man, glaube ich, gucken muss, dass diese Tradition jetzt langsam aus den Köpfen rausgeht. Das heißt, wenn es nur darum geht zu sagen, die Leute sollen jetzt irgendwie mehr Geld verdienen und wir brauchen höhere Lohnzuwächse, dann betrifft das ja einen Teil der Menschen überhaupt nicht, weil die längst schon entweder gar nicht in Lohn und Brot stehen oder eben prekär beschäftigt sind oder wie auch immer. Also da wäre dann die Frage, wie kriegt man das in die Köpfe der Leute, dass man einfach sagt, es geht nicht nur darum, oh, liebe Wirtschaft, also wir sorgen dafür, die Wirtschaft boomt wieder, dann kriegt jeder Lohn und Brot und dann kriegen, was weiß ich, die Kinder, die jetzt Hartz IV kriegen, denen geht es dann auch wieder gut, weil ihre Eltern halt wieder Arbeit haben oder ähnliches. Also das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache, wo man auch gegen, sagen wir mal, sozialdemokratische, keynesianische oder auch also von der Linkspartei oder wo auch immer her Politik ein bisschen anreden muss und ja, gucken muss, dass man das ändert. Das zweite ist die Frage Wachstum letztendlich. Die Rechnung, die Sie aufgemacht haben, ist ja im Grunde die, irgendwann gibt es sowieso kein Wachstum mehr, beziehungsweise immer nur auf Wachstum zu setzen, geht ja nicht wirklich. Aber natürlich tun es alle, weil der Einzelne, sowohl das einzelne Land als auch der einzelne Kapitalist, kann es sich ja nicht wirklich leisten, darauf zu verzichten. Das heißt, was wäre dann die Möglichkeit oder der Weg, den man dann gehen soll, um mit weniger Wachstum oder mit mehr Nachhaltigkeit oder wie auch immer, dann letztendlich vielleicht für alle eine Win-Win-Situation zu schaffen. Genau, ja, das ist ja schon der Übergang, nicht? Ja. Ja. Sie können ja einfach sitzen bleiben und dann nachher eine Frage stellen. Ja, also die Vollbeschäftigung ist eine interessante Frage. Also das muss ganz klar sein, das haben Sie auch gesagt, das ist so. Der Kapitalismus ist kein System, das zu Vollbeschäftigung tendiert. Sondern was der Kapitalismus erzeugt, ist Wohlstand, aber nicht unbedingt Vollbeschäftigung. Und die Vollbeschäftigung gab es natürlich klassischerweise auch nur in dieser Zeit von 1945 bis 1970, weil man vorher alles zerstört hatte. Ja, wenn man das ganze Land zerstört, dann muss man sich nicht, dann ist es nicht erstaunlich, dass man hinterher Wachstumsraten von 10% hat, wenn man das wieder aufbauen muss. Zumal es so war, nicht nur, dass man alles zerstört hatte oder 50% des Landes waren zerstört, sondern man hatte zwischen 1914 und 1945 waren ja derartige Turbulenzen, also zwei Weltkriege, zwei Inflationen und eine Weltwirtschaftskrise, dass der technische Fortschritt, den man eigentlich hatte, der konnte ja ökonomisch nicht umgesetzt werden. Also man hatte zum Beispiel Plastik schon erfunden, aber das war in der zivilen Wirtschaft gar nicht angekommen, das Plastik, weil man ja ständig war ja Krise. Das heißt, man hat nicht nur alles wieder aufgebaut nach 45, sondern auch die ganzen technischen Innovationen von 30 Jahren in die Wirtschaft eingespeist. Ja, unter diesen Bedingungen hat man dann auch mal Vollbeschäftigung, aber sonst eben nicht. Klassischerweise hat man ja auf dieses Problem durchaus reagiert, dass man zwar sehr viel Wohlstand hat, aber nicht so viele Arbeitsplätze braucht, indem man die Lebensarbeitszeit verkürzt hat. Also die Leute haben immer längere Ausbildungen gemacht und gleichzeitig ist das Rentenalter gesunken. Also zu Bismarcks Zeiten sind die Leute zum Teil erst mit 70 in Rente gegangen. Inzwischen ist der Durchschnitt ja irgendwie bei 62. Die Wochenarbeitszeit ist gesunken, man hat mehr Urlaub genommen. Jetzt fangen die Leute auch an, ist ja alles positiv, Elternzeit zu nehmen und so weiter. Also ständig wird eigentlich an der Arbeitszeit rumgekürzt, was richtig ist. Was wir jetzt haben werden, das ist rückläufig, ja. Aber jetzt haben wir ja eine Entwicklung, die es auch in der Weltgeschichte noch nie gab, völlig neu. Wir haben ja einen demografischen Wandel in der Form, dass praktisch gar keine Kinder mehr geboren werden. Also die Zahl der Kinder ist ja ständig gesunken, aber jetzt hat man ja dieses, wenn man jetzt nur die sogenannten Bio-Deutschen nimmt, und inklusive der Einwanderer, die schon lange hier sind, also sozusagen die einheimische Bevölkerung, die hier schon etwas länger vor Ort ist, stellt man ja fest, dass pro Kind im Augenblick nur noch pro Frau werden 1,4 Kinder geboren. Das reicht gar nicht mehr. Und dieser demografische Wandel ist ja sehr schlagartig gekommen, also nach den Babyboomern. Jetzt haben wir die Situation, dass die Babyboomer alle in Rente gehen. Es wächst niemand mehr nach. Ja, es wächst niemand mehr nach. Das heißt, im Augenblick ist es so, dass wir Vollbeschäftigung deswegen haben, weil der ganze Arbeitsmarkt austrocknet. Nicht? Wenn alle gehen und niemand nachwächst, hat man sozusagen aus demografischen Gründen jetzt gerade mal Vollbeschäftigung. Das wollen die Leute noch nicht glauben, wird ja immer diskutiert, ob das wirklich wahr ist oder nicht. Aber ab 2020 ist es so, dass pro Jahr 500.000 Leute den Arbeitsmarkt verlassen, die nicht ersetzt werden durch die nachkommen. Das heißt, das wurde für Thüringen zum Beispiel mal ausgerechnet,
selbst in Thüringen, das ja klein ist und harmlos ist, ist zeitweise so, dass dann man eigentlich irgendwie Zuwanderung von 100.000 pro Jahr bräuchte. Sie kriegen aber, das haben Sie auch schon ausgerechnet, von den Syrern, die ankommen, nur 20.000. Das heißt, hier, das will, kein, will Pegida nicht hören, aber die Wahrheit ist, hier kommen gar nicht genug Syrer an, um sozusagen den Arbeitskräftemangel zu beheben, den wir aus demografischen Gründen vorübergehend haben werden. Ja, so, jetzt, das ja aber den. Eigentlich denke ich, wie gesagt, Ihre Vorstellung zum Plan B, ja, aufgrund Plan der Rohstofffrage und der Klimafrage. Genau, jetzt kommt Plan B. Es endete, also wir hatten ja das, wie schön der Kapitalismus sein kann, das haben wir ja besprochen, aber egal wie man ihn steuert, man kann ihn ja steuern, aber egal wie man ihn steuert, das System wird zusammenbrechen müssen. Und zwar ist ja Kapitalismus, das hatten wir ja nun hinreichend, ein System, das Wachstum erzeugt, aber blöderweise auch Wachstum benötigt. Nun ist ja völlig klar, dass man in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen kann. Das geht logisch nicht. Und es gibt zwei Grenzen, die ja auch deutlich erkennbar sind. Das eine ist die Umweltgrenze. Ich sage nur Klimawandel, aber das ist ja nicht das einzige Problem. Also zum Beispiel zerstören wir ja auch unsere Böden. Wir haben 100.000 Chemikalien in die Welt gesetzt, von denen niemand weiß, wie sie miteinander reagieren. Aber das will ich gar nicht vertiefen, denn das mit der Umweltgrenze ist ja sowieso jedem klar. Aber es gibt eben auch eine Rohstoffgrenze. Das ist die zweite Grenze. Dann kommt oft von Leuten... Ja, aber wir haben doch hier die ganze Erdkruste, da sind überall Mineralien drin und Rohstoffe. Das muss doch reichen, diese unendlichen Mengen, die da noch vorhanden sind. Das stimmt auch, in der Erdkruste ist unendlich viel noch vorhanden, aber so effizient ausbeutbar, und Kapitalismus ist immer effizient, Effizienz, darum geht's. Effizient ausbeutbar sind natürlich nur die sogenannten großen Felder, also da, wo aus... geologischen Zufälligkeiten sich bestimmte Rohstoffe ballen. Also die, zum Beispiel Ölfelder sind große Felder oder aber auch alles andere, alle anderen Rohstoffe gibt es in den sogenannten großen Feldern. Und da kann man eben feststellen, dass bei vielen Rohstoffen, nicht bei allen, aber bei vielen Rohstoffen sind diese großen Felder aber ausgebeutet oder weitgehend ausgebeutet. Dann kann man natürlich sagen, ja, dann nehmen wir kleinere Felder, wo also die Rohstoffe mit weniger Konzentration vorhanden sind. Aber dann kommt man in so einen logischen Konflikt, woran das eben irgendwann scheitern wird. Nämlich, um die kleineren Felder auszubeuten, braucht man mehr Energie. Nun, dummerweise werden ja die großen Felder bei der Energie auch knapper. Das heißt, man muss, um noch Rohstoffe auszubeuten, immer mehr Energie verwenden, aber diese Energie wird auch knapp. Das ist sozusagen das logische Problem oder der Teufelskreis, auf den das Ganze zusteuert. Dann sagen viele Leute, ja, aber... wir sind doch schon so reich, genau, wir sind alle sehr reich, also pro Kopf jedenfalls, nicht jeder ist reich, aber die Gesamtgesellschaft ist enorm reich. Das reicht doch jetzt, wir brauchen doch nicht mehr wachsen. Ja, das ist richtig, wir müssen nicht mehr wachsen, völlig wahr, aber das System ist eins, das wachsen muss. Also es ist nicht der Kapitalismus ist nicht ein System, das einfach so geradeaus vor sich hinschippern kann. Und ob Sie die Waren brauchen oder nicht, interessiert überhaupt nicht. Sondern das System muss immer mehr Waren herstellen. Und es geht also um dieses Problem des Wachstums. Das Wachstum wird man nicht mehr mit den Rohstoffen, die da sind, finanzieren können. Obwohl noch genug Rohstoffe da wären, damit wir alle ein auskömmliches Dasein führen können. Das ist aber nicht der Punkt. Es geht um das Wachstum. So, die zentrale Frage ist also, kann es den Kapitalismus geben, also diesen Technikeinsatz und das ganze System, so wie es jetzt läuft, ohne Wachstum? Kann man das irgendwie so ein bisschen umbauen, dass man sich an dieser Umwelt- und Rohstofffrage vorbeimogeln kann? Und da ist die Antwort, die pessimistische Antwort, nein. Und diese pessimistische Antwort, und das ist eben interessant, stammt von Hans-Christoph Binswanger, der ist jetzt ungefähr 85, lebt noch, war Volkswirtschaftsprofessor in St. Gallen in der Schweiz, ist auch ein Schweizer. Und an ihm ist eben interessant, dass er der Erfinder der Ökosteuer ist. Oder Popularisierer der Ökosteuer, muss man eigentlich sagen. Das heißt, er fand die Umweltfrage immer zentral und ist einer der wenigen Ökonomen gewesen, die sich überhaupt mit der Umweltfrage befasst haben. Die wird ja eigentlich in der Volkswirtschaftslehre komplett ignoriert. Binswanger war dann Ausnahme und hat sich das genau gefragt. Also kann man dieses gesamte System irgendwie umbauen, ohne, und so, dass es nicht mehr wachsen muss?
Und seine Antwort ist nein. Sozusagen die Technik, die technische Antwort oder die, sein Begriff dafür ist, die Investitionsketten würden reißen. Um das zu übersetzen, also man muss sich das so vorstellen, Investitionen macht man ja nur, wenn man einen zusätzlichen Gewinn erwarten kann. Sonst würde man sich das ja sparen. Ein zusätzlicher Gewinn, volkswirtschaftlich gesehen, ist immer das gleiche wie Wachstum. Wenn man jetzt also sagt, ja, hier ist nichts mehr mit Wachstum, dann gibt es auch keine Gewinne. Ohne Gewinne bleiben aber dann eben auch diese Investitionen aus. Und das Ergebnis wäre dann nicht ein stabiles System, das so vor sich hin dümpelt, sondern man hätte dann so eine Spirale nach unten. Also das ist, der Kapitalismus wächst entweder oder er schrumpft, aber er ist nicht irgendwie in der Mitte stabil. Natürlich gibt es, das wissen Sie auch im Kapitalismus, Krisen, das hatten wir ja da, wo dann auch die zwischendurch mal die Wirtschaft schrumpft. Aber dann gibt es ja immer die Idee, okay, irgendwann gibt es wieder Wachstum und dann wird auch wieder investiert. Aber wir wollen ja jetzt ein System, wo es nie wieder Wachstum gibt. Und ist im Kapitalismus nicht vorgesehen, sondern in dem Fall würde er schrumpfen. Und man darf sich dieses Schrumpfen, das ist auch ganz wichtig, nicht friedlich vorstellen. Das wäre chaotisch, das wäre ungeplant. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, aber das ist jetzt nur eine Analogie, weil ja die Ursachen anders sind. Aber Sie müssen sich das so ein bisschen vorstellen wie in Griechenland. Also die Griechen haben ja durch die Eurokrise inzwischen 25% ihrer Wirtschaftsleistung verloren. Und wenn man jetzt öfters in Griechenland ist, dann sieht man, dass sich da nicht nur ein Staat auflöst, sondern auch faktisch eine Gesellschaft. Denn das ist für eine Gesellschaft extrem schwierig, diese wachsende Armut zu verarbeiten. Also man kann sagen, dass dann auch die Solidarität nachlässt, was durchaus naheliegend ist. Die Leute sind derartig mit sich selbst beschäftigt, dass sie sich auf keinen Fall noch darum kümmern können, was mit ihrem Nachbarn ist. So, das heißt, man darf jetzt nicht denken, ach, Schrumpfen ist auch schön, sondern das ist ein gefährlicher Zustand, also politisch gefährlicher Zustand. Und das ist jetzt aber als Diagnose sehr tragisch, weil es nämlich so ist, es gibt ja viele Konzepte über eine ökologische Kreislaufwirtschaft, also wie eine Gesellschaft aussehen könnte, in der man alles, was man verbraucht, wieder recycelt. Und es ist so, diese Konzepte der ökologischen Kreislaufwirtschaft, die funktionieren. Es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie schwachsinnig wären. Es ginge. Nur es gibt ein Problem. Und damit höre ich jetzt auch gleich auf. Bisher läuft es so, hier ist der Kapitalismus und da ist die ökologische Kreislaufwirtschaft. Also ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen beispielsweise Nico Piech kennt oder Christian Felber oder so. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Also hier ist die Kreislaufwirtschaft und da ist der Kapitalismus. Und das Einzige, was leider fehlt, und zwar bei allen, ist die Brücke. Wie man von dem Kapitalismus zu dieser Kreislaufwirtschaft kommen soll, ohne dass man zwischendurch in eine wirklich sehr schwere Wirtschaftskrise kommt, die alles zerstört, das hat bisher niemand modelliert. Das fehlt. Also was man sagen könnte, ist einfach, es fehlt die Transformationsforschung. Und das ist natürlich bedenklich. Wir haben hier 1000 Volkswirtschaftslehrstühle. Jeder weiß, dass der Kapitalismus auf Dauer so nicht funktionieren kann, wie er im Augenblick strukturiert ist. Das heißt, alle wissen, wir fahren gegen eine Wand, aber niemand erforscht den Bremsweg. Ja, vielen Dank. Ja, also, trotz meines Appells sehe ich noch zwei Menschen hier vorne. Ja, bitte noch eine. Zu dem letzten Thema, Sie haben gesagt, dass... Hier immer reinbeißen. Ja. Mit der Entwicklung, dass wir an unsere Grenzen stoßen und dass der Kapitalismus eigentlich daran scheitern könnte. Ich bin Mediziner, ich sehe das wie ein Patient, der altet und auch an seine Grenzen stößt. Wäre dann aber, kann man das nicht auch so sehen, dass wenn ein alternder Mensch wo weniger schnell stirbt oder vielleicht sogar länger ein gutes Leben hat, wäre das nicht auch als Wachstum anzusehen? Ja, aber ich meine, ich finde das Beispiel, man kann das aber auch anders sehen, Ihr Beispiel mit dem alten Menschen. Man weiß, wie ein alter Mensch endet, nämlich dass sein Leben endet in jedem Fall im Tod und dann einer Komplettauflösung. Und ich würde denken, so ist es im Augenblick mit dem Kapitalismus, wenn das so weitergeht.
Also manchmal fragen mich die Leute ja, wie ich mir das vorstelle, die Zukunft. Also was passiert, wenn der Patient stirbt in ihrem Bild? Und manchmal denke ich mir, ich kann nicht sagen, wann das sein wird. Aber dass es vielleicht so kommt, wie das Europa wieder so sein wird wie im 5. Jahrhundert nach Christus, als das Weströmische Reich zusammengebrochen war. Da war es ja so, die Leute, die da damals lebten, wussten natürlich noch genau, was ein Aquädukt war, nämlich eine Wasserleitung. Und sie wussten auch genau, was diese riesigen Markthallen waren, nämlich Markthallen. Aber sie waren nicht mehr in der Lage, dieses System aufrechtzuerhalten. Sie wussten zwar, das Aquädukt ist eine Wasserleitung, aber sie konnten sie nicht mehr betreiben. Also haben sie dann am Ende diese ganzen Bauwerke aus der römischen Zeit als Steinbruch benutzt und daraus ihre eigenen kleinen Hütten gebaut. Und so stelle ich mir manchmal das Ende des Kapitalismus vor, dass die Leute noch wissen, was ein Smartphone war, das wissen sie, auch was ein Computer war, wissen sie, es werden auch noch Computer rumstehen, sie werden auch wissen, was eine Autobahn war, nämlich, dass da Autos drauf fuhren, aber es wird nicht mehr möglich sein, diese systemischen Leistungen und Produkte herzustellen. Es wird eben keine neuen Autos mehr geben, es wird nicht mehr das Internet geben, um die Smartphones zu betreiben, nicht? Man hat dann zwar noch diesen Bildschirm, aber das war's dann auch. So. Was dann, aber ich weiß nicht, ob das stimmt, dass es so kommen wird. Und vor allen Dingen kann ich nicht sagen, wann das ist. Das ist der schwache Trost, dass es noch nicht morgen sein wird. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Aber man wird uns hoffentlich nachsehen, dass wir sozusagen so dramatisch das Jahr beginnen in Bezug auf die Zukunftsvisionen, die alle nicht rosig aussehen. Ich möchte mich nochmal ganz offiziell bedanken für Ihren auch wirklich riesen Einsatz, durch das System uns zu führen und uns Klarheiten mit auf den Weg zu geben, wo wir stehen. Und ich hoffe, dass im Grunde genommen diese Diskussion, die wir hier jetzt geführt haben, sich vervielfältigt an vielen, vielen Orten, weil da ist ja der wichtige Punkt. Wie können wir die Transformationsforschung erzwingen, dass da was getan wird, was wir ja bei einer anderen Frage, bei der aktuellen Frage, wie gehen wir um Einwanderungsland, Migranten, mit Flüchtlingen, man hat es ja alles lange gesehen und hat es einfach 30, 40, 50 Jahre verdrängt. Und jetzt haben wir nun wirklich die Problematik, dass wir das ad hoc nicht lösen können und dass auch da war diejenigen, die sich für das Menschliche einsetzen, so sieht es fast im Moment aus, auf der Strecke bleiben. Es gibt einfach zu viele Seehofers im Land, die dann noch von den Schröders unterstützt werden und von den anderen Sozialdemokraten. Also insofern hat da gerade ein Wettbewerb stattgefunden, wer überholt Söder in der Forderung, nun endlich die Kontingente oder die Begrenzung einzuführen. Traurig, aber es ist so und wie gesagt, ich hoffe, dass wir trotzdem nicht aufgeben.